Hallo zusammen, du bist der Joel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr den Feelgood-Podcast schaut oder hört. Ich schätze es sehr und möchte am Anfang eine ganz wichtige Mitteilung loswerden. Nämlich, dass die heutige Folge präsentiert ist von der Blutstammzellspende, also von der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz. Und Blutstammzellspende ist etwas sehr Wichtiges, was ich selber bis jetzt auch nicht wirklich so auf dem Schirm hatte, leider. Zum Glück jetzt mehr, weil in der Schweiz jeden Tag Kinder und Erwachsene an Leukämie und anderen lebensbedrohliche Blutkrankheiten können erkranken und in dem Fall sind sie dann auf eine Blutstammzellspende angewiesen. Jetzt kann es sein, dass im eigenen familiären Umfeld kein passende Spender oder passende Spenderin gefunden wird. Also ein genetischer Match muss zuerst vorhanden sein. Das kann zum Beispiel bei Geschwistern die so etwa 20-30% Chance sein. Und wenn also kein Match gefunden wird, ist man angewiesen auf eine sogenannte Fremdspende. Und das ist genau das, was ihr könnt machen. Und zwar kann man sich registrieren auf www.blutstammzellspende.ch. Dort gibt es einen Online-Fragebogen. Da ausfüllen, dann kriegt man ein Testkit heimgeschickt, wo man so eine kleine Maulschleimhautprobe abgibt und wenn man das zurückschickt, ist man nachher registriert. Was heisst, man ist registriert? Das heisst, man ist dann nicht automatisch die ganze Zeit am Blutstammzellspenden, sondern man ist dann einfach mal in der Datenbank und die Chance, dass man angefragt wird, ist sehr, sehr gering, aber umso wichtiger, wenn es tatsächlich ein genetischer Match gibt. Und das ist eben, wie gesagt, nicht allzu oft. Darum umso wichtiger, dass man sich registriert und die meisten werden nie für eine Spende überhaupt angefragt. Und auch dann, wenn man angefragt wird, kann man immer noch verneinen. Wichtig ist eigentlich, dass man registriert ist, sofern man Lust hat und das will und Zeit hat, was aber die meisten von euch wahrscheinlich haben. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, auch besonders bei jungen Männern, weil die medizinisch am idealsten als Spender sind. Aber selbstverständlich können sich alle registrieren. Also macht etwas Gutes und könnt euch registrieren auf www.blutstammzellspende.ch und vielleicht sogar irgendwann könnt ihr ein Leben retten. Ja? Also gute Sache. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt auch registrieren und wenn ihr es machen wollt, dann danke ich euch von ganzem Herzen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das ist ein bisschen zu dir. Nein, du musst mich nicht zu führen lassen. Du kannst auch den Arm noch. Ja. Eins, zwei. Ich grüße das Mann mit dem Papi Noah, der mich kennt. Und ich wünsche mir Get Down von den Backstreet Boys. Get down and move it all around. Get down, und Achtung, es hat einen Blitzer auf der A2. Ja. Wie immer stockt im Gubrist-Tunnel zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern. Machst du noch Radio? Ja. Ja? Ich wünsche allen eine sichere Fahrt. Das regt mich immer auf. Kommen gut da. Kommen gut da. Wir wünschen allen eine sichere, gute und sichere Fahrt. Einen Scheissdreck wünschst du. Gar nichts machst du. So blöde Floskeln. Kollege Nick Tomi, der auch noch Radio gemacht hat. Nick Tomi, der hat einmal die Hitparade gemacht. Okay. Der ist, ich weiß jetzt, ist er jetzt noch Pressesprecher vom FC Thun? Auf jeden Fall, der hat vorhin Radio gemacht und ist mal bei Energy gesehen. Und bei Energy hat er unter anderem dann auch Airchecks gemacht. Das liebe ich ja. Mhm. Wenn du einfach mit jemandem anhockst, dann hörst du dir zwei Stunden an, wie scheiße du bist, oder? und dort hat er mir dann einen Zusammenschnitt gemacht von meinen Verkehrsansagen. Nein. Doch, und der Zusammenschnitt ist gesehen, wenn ich einfach jedes Mal sage, und ich wünsche gute und sichere Fahrt. Jedes Mal. Oh nein, jedes Mal hintereinander, gute und sichere Fahrt. So, und dennoch ist das auch als Beispiel umgeschickt worden. Nein, von wegen so, das ist Arschloch. Nein, ich das macht man nicht, dass sie umschicken. Aber okay, gute und okay, sichere Fahrt. Weißt du, es wünscht es gar niemand. Es ist wirklich einfach ein Floskel und das hörst du und das nervt mich. Komm gut an. Grüße, da gibt es eine, kein Name. Grüße dir, das Auto. Dein Kollege sagt das einmal. Ja. Grüße dir, das Auto, momentan ist das und das, dort und dort und so. Und am besten finde ich immer am Radio Meldungen von der SBB. Niemand hört Radio. Ja. Wo dann nachher auf den Zug. Tram 13 fährt jetzt 2 Minuten nicht auf den. Hallo?
Das streiche ich immer. Ich kann noch nicht dran. Alle Menschen, die AirPods drin haben, hören irgendein Lokalradio. Tram 7. 7 Nasen brauchen es gerade. Das ist einfach eine Riesenmeldung. Wegen einer Fahrleitungsstörung ist Tram 7. Fahrt jetzt der Bus über Hönk nach Schwammerding und kehrt dort. Und, ja. Was machst du? Was trinkst du? Können wir jetzt anfangen? Wir haben, glaube ich, schon angefangen. Wir können anfangen. Wir haben schon angefangen? Ja. Okay. Hallo. Hey. Grüß zu dir an der anderen Seite vom Mikrofon. Hey, grüß zu dir ins Studio. Eine gute und sichere Fahrt. Das habe ich auch lernen im Radio. Die ganze Verabschiedung und so, die braucht es nicht. Es interessiert keinen Menschen, dass du jetzt heimgehst. Nein, einfach es ist immer so. Ja, und auch irgendwie, wenn du mit jemandem zugeschaltet bist, dass du dann irgendwie so fünfmal so: Hey, danke dir vielmal für deine Auskunft, mach's gut, danke dir, ja, bis bald. Und ja, ciao, ciao, tschüss, ciao, hoi, hoi, grüß daheim, ja, sage ich, ja, danke du auch, gell, ciao, 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 ciao. Es gibt doch die am Telefon, die sagen: Ciao, 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 ciao. Ah, oh, das liebe ich. Ja. Das liebe ich. Ciao, 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 ciao. Meine gemeinsame Kollegin, die das immer macht. Ja, ciao, 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 ciao. Sali, ciao, 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 Sali, ciao, 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 ciao. Tschüss, ciao, ciao, ciao. Ganz leise, ciao, ciao, ciao. Jetzt sind wir schon beim Ciao, also gut, danke. Danke schon. Nein, ich weiss gar nicht, wenn du das letzte Mal, also in diesem Studio sicher noch nicht, sondern im alten, ich weiss gar nicht, wenn das war. Sommer 20 oder so. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Pandemie haben uns erlebt, Heuschreckenplagen. Ja, Affenpocken. Alles. Alles. Ja. Und unser Znacht hat immer noch nicht stattgefunden. Das stimmt. Ich möchte, dass du es dir richtig hart ersehnst. Weißt du, es wäre einfach so, jetzt muss ich dir irgendwo essen. Aber ich möchte, dass du dich so, endlich. Ja, dass ich weiss, wie machen. Ja. Yeah. Das machen wir schön. Na, also einmal hat es fast geklappt, aber du hast irgendwie ein paar Tage vorher gesagt, hey, der Samstag. Ja. Ja. So muss das funktionieren. Ja, aber weißt du, an einem Samstag. Ja. Da spiele ich entweder in Berlin oder Hamburg oder München oder Fitznau, was es wahrscheinlich dort gesehen. Opfalde bin ich. Opfalde. Opfalde ist super. Nein, Opfalde ist wirklich super. Bin jetzt gerade zu Opfalde gewesen. Ja. Das ist wirklich schön. Wo ist Opfalde? Säuliamt. Okay. Ja, ja, also so dann hätte am Albis eine Garderobe haben, weißt du, 800 Meter über den Platz hineinlaufen, und dann der Stöckel ist wieder zurück von der Nähe. Und da habe ich wirklich meine Garderobe Open Air gehabt, hinter dem Zelt. Weißt du, zwischen so zwei Zeltecken eingequetscht, aus einem Papiersack, habe ich mich dort umgezogen. Und ich fand, ja, mein glamouröses Leben als Comedian ist wirklich Opfelden hinter dem Zelt. Und zum Glück ist irgendjemand aus der Bar so, hast du Durst? Ja, und dann so ein Pappbecher, weißt du, das Mineral. Aber romantisierst du so Sachen nicht auch ab und zu? Ich habe gemerkt, meine Geduld ist vielleicht nicht ganz so hoch wie am Anfang. Aber grundsätzlich finde ich so Zeugs immer wahnsinnig geil. Mal, ich finde es auch schön, so neben einer Mulde zu hocken, weißt du, so Erde aufgeschüttet und so Plachen. Doch, sehr romantisch, Joel. Du hast keine Ahnung, was romantisch ist. Wo bist du gewesen, Fitznau? Romantisieren. Fitznau ist romantisch, das finde ich schön. Das bin ich in einer Turnhalle gesehen. Okay, doch, nicht so romantisch. Hey, aber die Aussicht ist toll. Es gibt jetzt Park. So hinter dem Basketballkorb hast du die Berge gesehen. Das und der See so erahnt von der Seebrise. Das schmeckt ein bisschen nach Fisch. Ah nein, ist der Turnhallenboden. Der schmeckt ja immer so fischig. Das Turnhallenboden. Wirklich? Ja. Ja. Das wüsste ich nicht. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in der Turnhalle gesehen bin, wo nicht noch Stiel drin gesehen sind und ich auf einer Bühne. Ach okay, siehst du. Turnen. Ich bin eben kürzlich mal turnen für den Blick, wo wir Turnfest haben sie irgendwie so eine Story gemacht. Hey, an den Ring, weißt du noch, als Kind bist du 100 Jahre an diesem Ring. Als Erwachsener machst du wie drüben, wie habe ich das früher gemacht? Das ist noch heftig. Das glaube ich. Ja. Oder einfach schon nur die blöde Schnur drauf. Aber ich finde so Turnhalle mit der Schule, das ist eben schon nur. Ich werde da nostalgisch, da bin ich romantisch. Irgendwie habe ich es gehasst als Kind, aber im Nachhinein denke ich, der Sportler, der immer noch Zug, das heißt zweimal Kletterstangen, wenn du blöd tust. Weißt du, im Sport hast du immer blöd. Ja, yeah, ja. Yeah. Du bist auch so einer, oder? Doch, ich hab so, weißt du, so Jackie Chan habe ich toll gefunden. Das heisst, Turnhalle ist mein Stunt. Ja, ist meine Stunthalle gesehen. Du bist los mit all den Mattenwagen holen. Aufladen. Oh, das sind schöne Nachrichten. Denke ich, hätte ich mehr selten geniessen. Das eigentlich. Ja, wir haben das wie versteckt, weißt, im Räumchen, dass du nicht Matten aufladen musst. Dauert alles dreimal so lange. Aber da habe ich kürzlich gehört, den Satz, dass leider man ja oft erst nachher weiss, dass man eine tolle Zeit gehabt hat. Ja, das ist eben schon so. Hast du das nicht? Ich hab wirklich das Glück, dass ich seit ein paar Jahren sehr, nicht bewusst, und das hat sich wirklich so einfach ergeben, im Moment leben tönt so blöd, aber dass ich wirklich einfach
nicht gross zurückschaue und nicht gross vorwärts schaue. Ich habe selten Vorfreude auf etwas. Wenn ich irgendwie weiss, gar nicht. Was ist mit meinem Znacht? Ja, auf das habe ich also quasi. Voilà. Aber weißt, das sind so die utopisch grossen Sachen. Weißt du, wo wirklich schon unter so, Lebensziele. Ja. Tamara Nachtessen. Wo so, du so ja. auf ein Moodboard tust. Ja, ja. Weißt du, so, das sind Visionen. Meine Ziele. Genau, Vision Board, wie es heisst. Ja. Machst du so Zeug? Nein. Nicht, aber du bist aber der Moment. Eben. Ich habe genau. unterbrochen, Entschuldigung. Aber, doch, natürlich so langfristig. Also ich habe nie so eine Board gemacht oder so, aber man hat schon Ziel, wo man sagt, das will man vielleicht irgendwann noch und das will man noch. Aber ich habe mehr so, schon nur eben Ferien, sagen die Leute, ah, freust dich. Und ich sage, jetzt gerade noch nicht. Und dann am Tag, wo ich irgendwie, keine Ahnung, im Auto sitze oder im Zug, wo es dann dort hingeht, ab dann habe ich Freude. Ich habe das im Fall genau gleich, aber ich glaube wirklich, das ist ein Schlüssel. Yeah. Das ist ein Schlüssel zu feel good. Dass ja, du einfach schon. Den Moment nicht verpasst. Aber als Kind machst du das nicht unbedingt. Weißt du, wenn du yeah. die Erinnerungen früher hast. Aber ich habe das auch fest wie du. Ich freue mich dann schon, dass Ferien anstehen. Aber ich freue mich jetzt heute bei dir da zu sein. Und ich freue mich irgendwie, weißt du, ist im Moment alles ein bisschen normal und kann man wieder yeah. und so. Aber der Moment. Und ich glaube, dort liegt wirklich so ein bisschen das Glück drin. Ja, und der Podcast hat mir zum Beispiel auch geholfen, weil man wirklich halt auf der Ahne sitzt und mit jemandem schwätzt. Und hast du noch nie gemacht vorher? Nein, wer macht das noch? Also weißt du, wenn hockst du wirklich an und du bist ohne Handy. Wir Männer, ah gut, beim Gamen. Wir Frauen möchten das im Fall oft. Wir treffen uns irgendwie für einen Kaffee und dann schnurren wir. Ja. Yeah. Stunde, zwei. Einfach so. Hm. Ah, hast du gesehen, ich habe heile Bibernägel und so. Was für Themen. Ja, aber der Moment. Entschuldigung, es ist der Moment. Ja. Nein, das habe ich natürlich schon auch. Zum Beispiel mit meinem Kollegen, wir haben zusammen mal Saisonkarten gehabt für FCB-Match. Und danach hockst du einfach dort und schaust ein Match. Und es ist einfach zwei Stunden lang, wird geschwätzt und dazwischen machst du «Hey!» Weißt du? Ich habe ein Fußballmatch, ich gehe nur wegen der Zuschauer. Oh, der Match geil. Interessiert mich nicht. So ich finde einfach die Leute mit dieser Leidenschaft. Yeah. Ich sterbe, weißt du, wie man sich so aufregen kann. Das finde ich lustig, mich amüsiert das sehr. Ich finde Fußballmatch wegen den Leuten, die schauen, lustig. Ich finde eh sehr viel wegen den Leuten, die schauen, geil. Zum Beispiel Wasserballett. Da siehst du die Zuschauer nie. Geht ihr in das Hallenbad? Also gut, nein. Aber ja. Nein, aber zum Beispiel jetzt ist ja gerade wieder ein Eidgenössische. Hast du jetzt wieder gesehen, ja. oder? Ja. Hey. Und wenn dann dort einer aufs Kreuz gelegt wird, wird dann einfach 60'000 Leute. Wo aber vorher nie etwas mit Schwingen am Hut gehabt. Weißt du, einfach vier nein, Jahre sie nicht. Nein, sie haben irgendwie über, keine Ahnung, die Mobiliar oder die Migros, haben sie VIP-Ticket gekriegt. Dann haben sich ab der 7. am Morgen 5 Bier reingestellt. Ich komme immer noch nicht so richtig draus bei dem Schwingen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich finde das sympathisch, dass man, vor allem wenn die sich so heben. Weißt du, das romantisiere ich auch. Der Moment, wo so zwei Bären Schulter an Schulter sich innig heben und ein Pfötchen umeinander grapschen. Ich finde, das tut etwas für unsere Gay-Community. Ich finde das wirklich schön. Weißt du, das musst du aufmachen, in der Stube das ein bisschen reinlassen. Sich im Mehl wälzen, ein bisschen dirty sein. Und, weißt du, in der Schweiz, mit Freude, mit Humor, mit ein bisschen Liebe. Das tut uns wahnsinnig gut in diesen Zeiten. Ich schaue ja auch MMA. Was schaust du? MMA, Mixed Martial Arts. Weißt du, UFC, wo sie im Käfig sind. Ja, ja. Und dort hast du auch noch das Element von Ringen und auch Heben und ein bisschen Schmüsel. Wrestling, Jiu-Jitsu, so Zeugs. Das mache ich jetzt alle aus der Comedy-Szene. Das schaust du? Ja, ja. Und meine Freundin sagt dann auch manchmal so, ja, aber was machen die jetzt gerade? Vielleicht dreht die jetzt den Kopf zwischen den Beinen vom anderen. Und ich sage, er probiert jetzt gerade so einen Triangle-Choke, weißt du, wo du dann irgendwie das Bein über die Schulter kriegst und dann kann er so einen Würgegriff nehmen. Und sie sagt, ja, aber jetzt sieht es gerade nicht nach dem aus. Bis einer furzt und nachher alle brüllen. Ja, so weit kommt das. Was haben die denn mit dem Käfig? Ich finde das ganz, ganz schlimm. UFC hat das früher geheißen. Das heisst immer noch so. Das heisst immer, das ist das. Also die Sportart ist MMA, Mixed Martial Arts, und UFC ist einfach die größte Vereinigung. Ah, okay, jetzt siehst du. Ja. Das schaust du. Ja. Du kennst die Leute und kennst die einzelnen Positions. Kamasutra, und denkst irgendwie, Baby, komm da hin. Ich habe gerade etwas gesehen mit dem Bein hinter dem Ohr. So. Mein Liebling, da gibt es aber sehr selten Fights. Mein Liebling ist der Bananasplit, heisst der. Ah, ich habe Bilder im Kopf, ich will sie nicht sehen. Ich will das nicht. Was gut, ist der Bananasplit? Für alle, die zuhören, können selber mal gehen. Bananasplit. Nein, jetzt musst du es gleich schnell erzählen. Ich kämpfe mich durch. Du kriegst den anderen oder die anderen in so einer Position, dass dann irgendwie so die Beine so auseinander gespreizt werden. Und du gibst so Druck drauf, dass meistens ist es ja dann eine Submission. Du gibst dann auf, oder?
Wie ist dein Sexualleben im Moment? Joel von Mutzenbecher, hat das irgendeinen direkten Zusammenhang? Das wird alles überzogen. Ja. Heute machen wir Rear Naked. Du kannst alles total gut immer sagen, ich muss, weißt du, ich bin Comedian, ich brauche das allenfalls für mein Programm. Das ist irgendwie noch gäbig, oder? Ich schnurre mich immer mit dem Zeug raus. Mit dem habe ich eigentlich gelernt, für Sachen Ja zu sagen, wo ich eigentlich nicht Bock drauf habe. Ja, aber schlimm ist lustig. Das ist ja das, wo ich gerne immer wenn etwas ganz Furchtbares passiert, denke ich, hey, lass es jetzt einfach chattern. Ich komme schon heim und freue mich, das zu erzählen, was jetzt abgegangen ist, wie mir das niemand will glauben. Aus diesem Grund gehe ich am Sonntag auf Luzern an die Schlagernacht. Okay, das ist sehr mutig. Ja? Ja, sehr mutig. Und es ist geil, weil die Leute dort, behaupte ich jetzt mal, eher 60 aufwärts sind, ist die Schlagernacht. Hey, täusch dich nicht. Ist die Schlagernacht. Dich nicht. Aber weißt du, wenn sie anfängt? Am 3 Uhr am Nachmittag. Die Schlagernacht vor dem 3 Uhr am Nachmittag. Ja, Warm-up. Ja, ich glaube, es geht dann schon recht los. Wir werden uns sehen, die wären nicht 60 plus sein. Ich sage dir. Ich glaube, es hat schon alles. Schlager ist wirklich, es erschließt sich mir nicht wirklich ganz. Nicht wirklich. Also, weißt, es aber gibt dort gehe ich eben auch wegen den Leuten. Wenn die 3000 Leute so abgehen, aber irgendwelche... Aber das ist ja einfach. Also ich meine, da musst du gut, weißt du, was abgeht. Sie sind dann irgendwann betrunken. Laila, wie heisst sie? Leila, sie heißt Puffmutter. Wie? Laila Geila oder irgend sowas. Cordula Grün, das kann ich. Cordula Grün. Was gar nicht so eine schlimme Melodie ist, haben wir so überlegt. Ich hab dich. Es ist alles irgendwie so... Die Melodien sind meistens ja sehr eingängig. Es ist mehr die Produktion, die es dann ausmacht. Ich habe Emotionen für 70er-Jahr-Schlager, für die Waren, weißt du, von früher. Mm-hmm. Die finde ich eine Mischung zwischen so lustig und irgendwie rührend. Du hast mich tausendmal belogen. Ja. Du hast mich tausendmal. Das ist aber schon verletzt. Aber weißt du, es gibt so Sachen wie. Ich komme in dein Haus. Weißt du, die Moral von dieser Zeit. Du kommst hier nicht rein, nein. Wirklich so Dialog von Moral und Anstand. Und küsse nie nach Mitternacht, Josephine, weil dein Herz dann Fehler macht, Josephine. Weißt du, die guten Tipps? Yeah. Nicht knutschen nach Mitternacht. Also merkt ihr das für die Schlagernacht. Ganz schlimm finde ich... Ich weiß nicht, wie der heißt, aber wie ist das gegangen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Oh, den habe ich gern. Es lag doch auch an dir, der Roland Kaiser. Warum hast du? Das ist ein Ohrwurm. Bitte, jetzt haben wahrscheinlich schon wieder im Ohr. Aber also, muss mal überlegen, seit Me Too, der Songtext ist ja ist ja jenseits. Oh nein, it cannot be unheard jetzt. Aber es ist doch so. Das ist der neue Skandal nach Falco. Genie ist schon nichts gegen «Warum hast du nicht Nein gesagt?» Das war genauso. Achtung, schau jetzt, was ziehst du rein? Oh, das Silbereisen. Maite Kelly und Roland Kaiser, bringen wir es dir sagen. Ja, der läuft immer noch. Nein, los, ich kann es am Sonntag. Ich muss nicht. Ist gut. Können wir das bitte irgendwann mal nachstellen und das zusammen singen? Ich, die Maite und du, der Roland Kaiser. Bitte, Joel, lass uns das einmal zusammen singen. Das können wir gerne machen. Karaoke, gell? Warum hast du nicht? Du solltest nicht. Und dann ganz ernst. Das machen wir. Aber das war genau so in einer Gerichtsverhandlung. War das denn genau der Songtext, oder? Warum hast du nicht Nein gesagt? Ui, nein. Aber ich kann. Nein. Gott. Ui, ganz schlimm. Ja, Weinstein, seine Hymne ist das. Weinstein heisst er, Entschuldigung. Der Furchtbare. Sie heisst Alistin. Epstein. Nein, nicht Epstein, Weinstein. Epstein ist schon mal ein anderer Liga. Sie heisst Alistin. Ja. Zum Glück hat es gar nicht. Ja. Es hat keine einflussreiche so Comedy-Schaltstellen. In der Schweiz, gell, man müsste irgendwie sich begrapschen oder mit mir irgendwo ankommen. Einfach, dass ich es weiss. Oder es hätte mich noch niemand begrapschen wollen. Aber es wäre noch interessant. Ist bei mir jetzt auch noch nie passiert. Kannst du es sagen? Nein, wirklich kannst nicht. Kannst jetzt gerade, weißt du, die Chance nützen, wir stehen alle hinter dir.
dem UFC-Bananasplit waren, irgendetwas liegt da begraben. Mich beunruhigt das jetzt wahnsinnig. Ich gehe heim und mache mir nachher ein bisschen Sorgen um dich. Aber ja. Aber das machst du, glaube ich, immer. Das stimmt. Aber als Comedian, gell, irgendwie kannst du immer alle entwaffnen, weil alles immer lustig ist. Es ist ein Spass. Es ist ein Spass. Wobei, das habe ich nicht gern, wenn man alles mit dem entschuldigt. Ja, nein, ich überhaupt nicht. Weil ich finde, in der Comedy merkt man schon, wenn jemand sich ein bisschen mehr überlegt. Ja. Oder einfach gerade sagt, hey, jetzt ist ja nur ein Witz. Ja. Also finde ich schon einen großen Unterschied. Ja, aber es gibt gar nicht so, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, was so ganz schlecht unter der Gürtellinie ist. Weißt du, das Roast ist auch nicht so beliebt bei uns. Oh, ja, schon noch. Ehrlich? Ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, der Schweizer möchte nicht beleidigt werden und er möchte nicht so gerne beleidigen. Nein, aber so nett also anständig mit dem. Ein Roast untereinander. Ja, ich kann es im Fall nicht gerne. Ich glaube, ich würde nachher heimgehen und ein bisschen brüllen. Weil weißt du, es ist ja dann gut, wenn es auf den Nagel auf den Kopf trifft. Ja. Yeah. Dann ist es gut. Und dann gehst du einfach. Dann gehst du und denkst, was hat er damit gemeint? Du siehst aus wie der Kermit oder was auch immer. Das ist ein harmloser. Aber weißt du, wenn es so richtig trifft, dass die Leute wirklich denken. Also, ich habe auch einen, ich sage natürlich jetzt nicht, weil sonst weiss man meine Achillesferse. Aber ich habe einen Joke habe ich mal gehört, der nicht mal wirklich lustig war, sondern eben hast du ein bisschen gesehen, aha, so sieht die Person mich. Ja, das finde ich traurig, wenn ich es so gehört finde. So, nein, ist nicht mehr das gesehen, weißt du? Ja. Wo ich so merke, dass das hängt ein bisschen nach. Wobei, ich finde schon ein paar sehr lustig. Aber kürzlich du musst ist es mir gefallen. Kürzlich ist mir gefallen, ich weiß eben nicht mehr, aber jemand hat mal gesagt, ich sehe aus wie der dritte erfolglose Ehrlich-Brother. Das finde ich zum Beispiel grossartig. Ja, aber weil es nicht wirklich etwas mit dir zu tun hat, weißt du? Frisur. Nein, das ist erfolglos, ist ein Bullshit, das stimmt ja nicht. Also, weißt, ja, also im Vergleich zu den Ehrlich-Brothers. Ja, aber das kann man nehmen, weißt du, was ich meine? Ich finde einfach die böse, ich habe gerade gehört, so schlecht ist, irgendwie bei Britain's Got Talent habe ich zufällig irgendetwas gesehen, wo einer einfach die ganze Jury nacheinander beleidigt. Yeah. Wirklich die ganze Zahl einfach Buh! Und so schlimme Sachen. Weißt du, du Heidi Klum, du hast einen Körper, du hast vier Kinder und so einen Körper, da sieht man, wie wenig du deinen Kind geschaut hast, sondern mehr im Körper. Irgendwie so. Bist einfach so. Das ist einfach nur böse. Das ist nicht lustig. Das ist einfach nur. Das ist ein bisschen lustig. Das finde ich. Schau ihn an. Wobei, also ich muss dazu sagen. Ja, also Body-Shaming-Scheissdreck. Nein, einfach so Leute. Ja gut, sie hat einen tollen Körper, das ist jetzt nicht so Body-Shaming. Ja, aber weißt jemandem so, sagen, du bist eine schlechte Mutter, jo, das geht nicht. Nein, das verstehe ich. Es gibt Witze, nicht. Ich muss sagen, bei Roast finde ich aber zum Beispiel toll, wenn klar ist, die 5, 6, 7 Menschen sind auf der Bühne und roasten sich gegenseitig. Da ganz ja, oben. Ja. Und dann wird einfach wie klar ein Level festgelegt. Und die Leute können sich auf das einlassen, die auf der Bühne und die im Publikum. Und dann hast du wirklich, das finde ich eben den geil an der Comedy, dann hast du wirklich so eine absolute, ich nenne das immer Symbiose zwischen Publikum und Leuten auf der Bühne, wo dann einfach wie klar ist, heute zählen gewisse Regeln nicht, weil es ist Comedy. Ja. Dort darf dann eben nicht alles ernst genommen werden. Ja, und man kann es liebevoll machen. Ich finde es wirklich, das finde ich jetzt echt eine Kunst. Dass ich habe gerne schwarzen Humor, ich lache mich weg, aber es muss irgendwie gleich noch liebevoll sein. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, nur dann geht es eben. Ja. Also weißt du, wenn du jetzt bei Britain's Got Talent auf die Bühne stehst und auf die Leute beleidigst, ja, ist nicht liebevoll. Ist nicht das Gleiche wie irgendwie, das habe ich schon ein paar Mal erzählt am Podcast, der Tim Tanner hat sie 30. gehabt und hat sich einen Roast gewünscht. Das sind Charlie, Sven, Cenk und ich. Der Rob hat nicht können, Covid gehabt. Aber wir haben uns gegenseitig geroastet. Und natürlich der Tim, oder? Und das ist grossartig. Ja, das ist, aber eben, das ist die Verbundenheit zuerst. Und eben. Ihr kennt und alle. Nicht. Genau, und alle mit Liebe. Und du kannst dann sagen, was du willst. Und es wird einfach verstanden. Weil es ist ja schlussendlich auch, es ist schlussendlich nicht groß anders, als was wir backstage labern. Aber es ist doch so. Du bist backstage der Lustigste. Ab dir habe ich schon Tränen gelacht. Du hast mich zum Brüllen gebracht, schon mehrfach. Also auf der Bühne finde ich das. Kann man sagen, jetzt muss ich es noch auf die Bühne übertragen. Backstage. Dann ist perfekt. Nein, wenn du nicht damit rechnest, der Scheissdreck, der dir damit passiert, ist einfach so lustig. Das ist aber schlimm, ist lustig. Dank dir ist ja eine Nummer ins Programm gekommen. Weil ich habe das eben backstage erzählt. Dann hast du gesagt, erzähl das nachher auf der Bühne. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht dürfen daran denken. Und jetzt nachts habe ich backen. Da eben so die schlimmen Sachen, die einem passiert. Weißt du, eben apropos nicht liebevoll. Yeah. Was uns ja passiert, eins ist ja, wenn du eine Show hast und die Leute kaufen Billett für dich und kommen zu dir. Das ist ja lässig. Die freut sich in der Regel auf dich und was du machst und lehnt sich auf dich ein. An einer Gala, wo eine Firma dich bucht, dass du kommst, dann findet es unter Umständen so, hau ab.
Weißt du, die wollen reden und haben Spass und sind schon betrunken oder sind schon müde oder was auch immer und du störst die. Mhm. Das ist so ein schlimmes Gefühl und du hast so eine Story erzählt. Und da, man fühlt sich selber schrecklich. Ah, die habe ich nicht auf der Bühne erzählt. Das ist etwas anderes. Aber die habe ich im Podcast erzählt. Aber es ist einfach, wo wir untereinander so können lachen können. Das ist das schlimme Gefühl, das man hat, wenn die Leute, die dort sind... Wo die andere so auf mich zugelaufen ist und gesagt hat, wie wäre es, wenn wir ein bisschen Pause machen und Musik hören? Und ich so, was? Weißt du, im Moment ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du anfängst und jemand sagt einfach, lass es. Ich hatte noch 2 Minuten gehabt. Und ich hatte Aufnahmen, darum hat, ich hatte noch die Aufnahmen ja, gezeigt. Ja, du bist schon gut gewesen. Also ich habe schon was gemacht, das ist einfach super gewesen. Aber in dem Moment passiert, das ist der Albtraum, oder? Dass du kommst und die Leute dich nicht wollen. Und du hast das so lustig erzählt, mit dieser Frau zu nahe gemacht, da hast du einfach Tränen gelacht. Und weißt du, das ist aber schön, wenn man, und das finde ich alle, hat mich Comedy gelernt, wobei ich das schon ein bisschen mitgebracht habe, dass der Alltag nie schlimm ist. Du kannst wie wählen und sagen, es war ganz schlimm gewesen, sie hat mich von der Bühne geholt. Oder du kommst wie du und erzählst, hey, das ist mir passiert. Und dann grölen alle. Und dann gewünschst du aus so einer schlimmen Situation, gewünschst du etwas. Ja. Das aber ist so cool. Das empfinde ich eben so oft. Das finde ich ja schön an dem. Das ist lustigerweise, in der Comedy fährt das an, aber irgendwann nimmst du das in die Leben mit. Ja, voll. Und durch das können wirklich, es können Sachen passieren und dann merkst du, ja, schon scheiße jetzt, aber... Aber jetzt nicht das Schlimmste ever, ja. Weißt du? Ja, es gibt eben Sachen, Tabuthemen, und ich finde, also Sachen sind schlimm. Die nimmst du auch nicht auf die Bühne und machst auch keine Comedy daraus. Aber ich finde, es ist oft so die Haltung im Leben. Ja. Weißt du, willst du dich jetzt wahnsinnig aufregen über etwas? Oder haust du noch einen drauf, damit es richtig schlimm wird, damit du kannst lachen? Mhm. Und dann ist einfach das Leben schöner. Absolut. Es ist so simpel eigentlich. Das finde ich aber wirklich schön daran. Ja. Das ist genau bei solchen Situationen. Darum meine ich eigentlich das Romantisieren. Dass wenn du irgendwie in einer zwischen zwei Zelten irgendwie aus einer Plastik gucken, die musst du umziehen. Das meine ich eigentlich mit Romantisieren. Vielleicht ist das falsche Wort. Nein, ich aber weiß, ich, ja. Aber ich liebe so Scheiß. Ja, ich auch. Ich liebe so Scheiß, weil eben, ich habe dann sicher schon mal für andere Comedians Backstage habe ich eine Story, weißt du? Und irgendwie, es macht einem irgendwie auch stärker und es bringt einem weiter, weil man lernt immer dazu. Also, weißt du, ein Kollege von mir, der hat jetzt dann bald Premiere und hat jetzt sein erstes Tryout gehabt und hat angerufen und hat erzählt, wie alles schiefgelaufen ist. Dass er vom Material her nichts gelernt hat aus dem Tryout, aber er hat gemerkt, aha, vielleicht nehme ich ein Ersatz-T-Shirt mit, weil im Auto mir der Kaffee über das T-Shirt geleert ist und vielleicht tue ich den Ablauf ein bisschen anders aufschreiben, damit ich nachher dann noch rauskomme, wo ich bin. Weißt du, einfach so Zeugs, du lernst immer irgendetwas dazu. Ja, voll. Und das finde ich aber schon noch geil. Eben, also ich vervollklicke, das ist echt lustig. Schlimm ist lustig, das ist so etwas, was ich so ein bisschen mitnehme. Und wenn weißt, wirklich Sachen nicht klappen, ich habe so ein grosses Motto über meinem Kopf von meiner Freundin Aniko, von der Ex-Freundin. Mhm. Die sagt das immer, und das habe ich mir so angeeignet, everything happens for the best. Mhm. Weißt du, wenn Sachen nicht so rauskommen, wie du es erwartest, oder abgesagt werden, und du ihn findest, oh Scheiße, dann denkst du, hey, nein, das ist schon gut so. Und in der Regel bestätigt sich das immer. Die Lücke, die es gibt, füllt etwas anderes auf. Und das ist sehr cool. Das fühlt dann wieder zum Nächsten. Yeah. Und auf das muss man sich ein bisschen einlassen. Dass man nicht zu viel plant und erwartet. Manchmal muss man das Leben ein bisschen passieren lassen. Ja, und vor allem, was ich merke, was gern passiert, und das habe ich früher noch viel gemacht, ist so katastrophisieren. Es passiert etwas und dann machst du in deinem Kopf schon, ui, weil das jetzt passiert ist, heisst, nachher, wenn ich dann die Person sehe, passiert das und irgendwie, wenn ich das erzähle, dann ist so und irgendwie, es wird alles ganz schlimm in deinem Kopf, aber es ist noch nicht mal passiert. Und du hast dann aber schon das Gefühl, dass es passiert ist. Ach, das überhaupt nicht. Und das habe ich völlig einfach ausblenden. Cool, aber cool, dass man das lernen kann. Weißt du, ich dachte, wahrscheinlich sind die Leute einfach so oder sie sind anders, aber cool, dass man das lernen kann. Ja, ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt kannst dich schon mit dir selber beschäftigen und kannst gewisse Sachen zum Teil nicht ganz eliminieren oder was weiß ich, aber kannst sicher anpassen. So. Ja. Und dann merkst du auf einmal so, es passiert etwas Schlimmes und dann überlegst du, okay, ist das in einem Monat noch ein Problem? Und in 95% der Fälle ist die Antwort schon mal nein. Es ist jetzt gerade ein Problem irgendwie und es wird sich schon lösen, weißt? Und wenn du dann merkst, okay, vielleicht 3 Monate, okay, also es gibt einfach so Probleme, die ein bisschen weiterspinnen, wo du dann sagst, okay, da kann ich mir jetzt wirklich mal ein bisschen mehr Gedanken machen und danach nimmst du das aber auch so ein bisschen mit und dann musst du auch nicht katastrophisieren. Also eben, wenn du das nie gemacht hast, umso besser. Wirklich, weißt du, Chris, mein Mann ist Schadeninspektor.
Der sieht immer alles. Der sieht, da passiert das und dann ist das und dann passiert. Der sieht 100'000 schon Folgenschäden, die irgendwie passieren, da beim Grinsen. Ich bin immer fassungslos und denke irgendwie, hä? Was? Es ist irgendwie nur, also, noch nicht mal passiert, weißt du? Und es ist eigentlich ein Glück und manchmal denke ich, bin ich auch ein bisschen naiv. Ich blende so Zeug komplett aus und wenn, dann agiere ich im Moment, wo dann etwas passiert, dann löse ich es. Dann ist gerade, aha, und dort laufe ich meistens zur Hochform auf. Yeah. Wenn ich mich vorbereite auf etwas, ist irgendwie, habe ich keine Fantasie, aber wenn ich muss sofort reagieren. Improvisieren. Dann brilliere ich, das kann ich. Das sind so Mantra ist blöd gesagt, aber das sind so meine zwei Sätze, die ich immer wieder habe. Alles im Leben ist eigentlich Improvisation, weil eben, du kannst planen bis zum geht nicht mehr und es kommt eh nie so raus. Und das andere ist, wegen dem eben katastrophisieren, ist so, lösch nie Feuer, bevor es brennt. Wenn du dann eben dir einfach schon überlegst, oh, aber wenn denn das passiert, wie löse ich das denn? So, es ist noch nicht passiert. Ja. Es ist noch nicht passiert. Weißt, wenn du ganz klar siehst, oh, das wird das Problem geben nachher, aber es tut sich doch einen Monat vorher einen Grin zu machen. Yeah, yeah. Fang an, wenn das Problem besteht. Aber ich bin ein grosser Fan von Machen. Mhm. Machen statt Labern. Yeah. Oder Machen statt Denken. Weißt? Wenn etwas da ist, dann ist es nicht gut, anders. Anders. Und wenn du es nicht kannst ändern, akzeptiere es. Mhm. Es ist eigentlich so simpel. Das ist das Leben. Das ist das Pragmatische. Yeah. Oder anders. Genau. Und egal wie, ändern. Das ist, wenn mir jemand drei oder viermal das gleiche Problem erzählt, dann sage ich den anderen das. Also weißt du, Job ist scheiße oder so. Wenn ihr viermal hört, Job ist scheiße, dann könnt. Also weißt du, wenn es dich so beschäftigt, dann könnt. Du wirst schon irgendwie überleben. Ja, das wünscht man sich manchmal. Oder wünscht man auch den Leuten, dass man ein bisschen mehr lernt. Einfach springen. Weißt du, einfach mal schauen, was passiert. Einfach mehr riskieren. Mhm. Viele haben das Gefühl, ich kann ja nicht und ich habe Kinder oder ich habe das oder ich habe die Wohnung. Und es ist so egal, es geht immer weiter. Yeah. Es geht ja immer weiter. Und es wäre cool, wenn man sich ein bisschen darauf einlassen kann, was das Leben einem so anspült. Vor allem, wenn man in so einem Land darf leben darf. Also weißt du, wo wirklich. Du wie jetzt Gespräche so können eskalieren, dass wir so tiefgründig und ernsthaft werden, zum Satz gekommen sind, es ist schön, dass wir in diesem Land leben dürfen. Nein, aber es ist doch so. Oh, nein, stimmt voll. Ich verstand schon, dass wir jetzt immer innerhalb von einer halben Stunde sind wir sehr weit runter. Aber. Hey, du hast die umgezogen zwischen zwei Zelten. Das ist doch geil, oder? Das. Nein, ich finde das richtig. Ich glaube, manchmal tut man auch Comedian wie dir, auch wie mir, so ein bisschen unterstellen, dass man so ein bisschen, weißt, so ein bisschen immer lustig, alles kein Problem, man denkt über gar nichts nach. Und das stimmt ja nicht. Ich glaube, gerade wenn das Fundament tief geht und man sehr wohl sehr tiefe Gedanken hat zu sehr vielen Sachen, dann kannst du einfach kasperlen. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Also ich kenne sehr wenig Leute in der Comedy, die sich nicht grundsätzlich sich Sachen überlegen, hinterfragen. Und ich habe es glaube ich letztes Mal gesagt, dass ja eigentlich auch die Arbeit von der Comedy ist ja so ein bisschen kognitive Therapie. So habe ich es ein bisschen festgestellt. Ja. Weil du überlegst dir Sachen, du schreibst die auf und dann schaust du die später wieder an. Das heisst, du hast auf einmal sehr klar vor dir gewisse Gedankengänge von dir und irgendwie eben, wie du gewisse Sachen erlebt hast oder wie du dich gefühlt hast. Also, ich schreibe kein Tagebuch, aber Material erarbeiten ist eigentlich Tagebuch, oder? Ja, immer wach sein, oder? Was passiert, genau. Was redet, Beobachtungen. Wie erlebst du jetzt so in deiner neuen Phase? Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir so ein bisschen den ganzen Mist hinter uns gelassen, weißt du, so von dieser Turbulenz. Es schmeckt nach Normalität. Wie erlebst es du es gerade? Ich schmecke null Normalität. Ehrlich? Aber ist auch wurscht. Wie meinst du? Ja, keine Ahnung, am Schluss stellen sie noch den Strom ab oder so. Also, und eben nicht katastrophisieren, sondern einfach mittlerweile bin ich auch in diesem Punkt sehr auf Improvisation. Es ist einfach so, wie es die letzten paar Jahre gesehen ist, man hat Sachen geplant und wenn sie dann stattfinden, dann haben sie stattgefunden. Konfetti. Ja. Und das ist eigentlich auch wie mit der Vorfreude, oder? Es ist so, wenn ich dann effektiv bei diesem Gig bin, dann ist es voll geil. Aber es widerspricht im Moment. Ich habe das Gefühl, jetzt der Moment, wenn wir den Status heute nehmen, heute ist alles normal. Weißt du, was ich meine? Alles ist offen. Ja. Man kann überall gehen. Also der Status heute ist normal. Sie reden alle. Und ich glaube, da außen bahnen sie irgendetwas an, bereiten uns so langsam vor auf irgendetwas. Ich bin da überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, aber man sieht ja schon ein bisschen, dass wir in irgendeiner Vorbereitungsphase sind. Genau. Wäre aber lachhaft, wenn nicht. Aber im Moment ist ja nichts. Im Moment. Ausser der verdammte Benzinpreis. Hey, ich habe noch nie so viel. Kürzlich hat es mich wirklich schier. Ich habe noch nie. Ich meine,
ein grosses Auto, das ich nie voll tanke, sondern immer den Chris muss machen, den arm sehe ich, weil er meistens im Auto unterwegs ist. Da dachte ich, ach, ich bin nett, es ist leer, ich tanke. Und dann so, gluck, 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 dann zählen, papp, papp, papp. What? Hey, 155 Stutz. 155 Stutz für dann den Tank. Dann habt ihr 70 Liter. Du G. Oder? Was unter dem blonden Haar alles in 3 Sekunden zusammengerechnet wird? Ungefähr so viel habe ich, glaube ich. Yeah. Ich bin unter Tränen rein gezahlt. Weißt du, dann hat sie mir die Kreditkarte aus der Hand reissen und ich immer noch gehabt. Für 155 Stutz gibt es Schuhe. Aber das, also ja, es stresst mich. Es stresst mich wahrscheinlich sogar zu wenig. Ja, weil du kein Auto hast. Doch, natürlich. Hast du eins? Ja. Du hast ein Auto. Und das ist zum Beispiel, das ist mir gerade vor einer Woche abgelegen. Und dort bin ich auch super entspannt geblieben. Oh! Benzinpumpe am Arsch. Oh! Ja, und danach hat die auch einen Herzkasper bekommen, hast du in die arme Pumpe. Ja. Den Murenpreis. Danach ist sie. Genau, die hat gesagt, das ist viel zu teuer, ich gebe auf. Ciao zusammen. Und danach ist es geholt worden, zu meiner Garage gefahren. Und danach hat die Leute am nächsten Tag gesagt, ja, und sagen, hallo, wie sieht es aus? Ja, Benzinpumpe ist kaputt. Ich sage, ja, und? Ja, jetzt warten wir, bis wir neu haben. Ich sage, ah, okay. Kann ich einen Ersatzwagen haben? Ja, ja, logisch. Kommst du vorbei? 800 Franken. Nein, das ist wirklich ein guter Service. Okay. Aber 5 Minuten später hat der Chef an, sagt, los, mein Schießtag verzählt, man kein Ersatzwagen. sind alle draußen und der Private von ihm auch, weil du kriegst keine Ersatzteile momentan. Auch Benzinpumpe nicht? Egal was. Also weißt du, von anderen Leuten, die irgendwie auch zum Teil völlig Routine-Zeugs auf etwas ersetzen lassen, kriegst du keine Ersatzteile. Die warten drauf, weil das ist irgendwie halt nicht mehr produziert, wo Krieg ist oder es wird gar nicht produziert momentan. Und also alles schwierig. Und das sind einfach alle... Dann habt alle mit ihren kaputten Autos in der Garage und fahren Ersatzauto rum. Aber meine Benzinpumpe ist irgendwie 2 Tage später gekommen. Aha. Ja, ja. Lucky you, ja, siehst du ja nicht. Aber wenn man die Ruhe bewahrt, siehst du, hättest du jetzt brüllen können. Was mache ich jetzt? Brauche ich ein Pferd, eine Kutsche? Nein, aber natürlich einmal mehr. Ich habe wirklich sehr oft wahnsinnig Glück. Weil wir sind von Zürich auf Basel gefahren mit meiner Freundin und ihren Kids und wir haben keinen Halt gemacht. Und haben sie gebracht zu der Großmutter von den Kids, also zu der Mutter von meiner Freundin. Und dann stieg ich ins Auto und dann ist fertig. Oh, und dann habe ich gesagt, wenn wir irgendwie bei einer Tankstelle schnell einen Halt gemacht hätten, so würrelos oder so. Ah, schön. Gerade die Beste fallen. Gerade die Beste fallen. Und du kommst nicht einmal mehr vom Tank weg. Aber siehst du, das ist eben auch so ein Point of View, oder? Statt brüllen kannst du sagen, hey, ich bin dankbar, ist nicht unterwegs verreckt, oder? Ja. Jo. Ja. Vor allem, weil ich diesen Sommer, ich weiß nicht warum, aber diesen Sommer habe ich so viele Autos gesehen am Strassenrand. Die ganze Zeit, jede Fahrt, die ich gemacht habe, war irgendjemand ein Auto Panne gesehen. Irgendwann ist mir gar nicht aufgefallen. Einmal habe ich sogar gesehen, auf der Autobahn, wie das Auto rechts anfährt, langsamer wird und gerade in dem Moment jemand aussteigt und sich übergeht. Das war wirklich wie im Film gesehen. Du bist einfach so vorbeigefahren. Wir sind heute ja. Boah, ah, alles klar. Können wir an dieser Stelle reden, was mit den Leuten los ist, die an Zeiten fahren und einfach schiffen? Nein, wirklich? Was ist los mit diesen Leuten? Einfach anstehen, Hosenlader auf, Schnabel raus und zeichnen irgendwo an. Hey, ich bin am empört. Was? Ja. Laufend. Also wenn ich das mache, sehe ich nie jemand anderes. Ah, schön. Nein. Man sieht es ja von weitem. Auf der Raststätte hat es überall Toiletten. Mhm. Ich finde die Feldzeichen, es regt mich so auf. Weißt du, wir reden nicht von Death Valley, weißt, wo 800 Kilometer nichts kommt. Das stimmt auch nicht ganz. Aber dass dort dringend musst du dann halt in den Sand ja noch. Aber da, in unserer schönen Schweiz, einfach irgendwo anhalten und dann nicht hinter einem Baum, vor dem, an die Strasse anstehen und einfach schiffen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Skandal, ich immer wieder. Siehst, das passiert mir. Was will das Leben dir sagen, was will das Leben mir sagen? Ich muss mal darüber nachdenken. Ja. Glaubst du an so Zeichen? Weißt du, so, schon? An Zeichen? Also vor, ja, irgendwie vom Universum oder so? Whatever. Nicht wirklich. Ich glaube natürlich schon daran, dass man sich irgendwie halt eben die Sachen kann gut reden und dass man halt irgendwie selber nicht kann alles entscheiden, aber man kann sicher entscheiden, wie man damit umgeht. Ja. Und das fährt bei mir immer mit Akzeptanz eben von der Situation an. Das ist immer das Erste, weil du kannst ja die Situation nicht ändern. Nicht immer. Nein, aber gerade eben, also, ja. Was auch immer passiert, eben in dem Moment kannst du es wahrscheinlich gerade nicht ändern.
sondern das ist jetzt die Grundsituation. Und in deren kannst du jetzt wieder irgendwie eben improvisieren, etwas Neues machen. Ja, aber das ist schon, gell, eine Definition von Leid, von Kummer und so, ist immer eigentlich nur nicht Akzeptanz von dem Umstand, der gerade ist. Das verursacht Trauer und Leid. Ja. Und es ist ja verständlich in diesen Situationen, wenn du jemanden verlierst. Absolut. Kannst du einfach sagen, ja, okay, irgendwann muss es ja so sein, ist es halt jetzt so, gell. Ja, ja. Also das kann man ja, du willst schon die Situation nicht wahrhaben. Ja, ja. Und das verursacht grossen Kummer. Mhm. Aber ja, wenn der Mensch würde lernen, er muss ja zu dem Punkt kommen, wo er auch die schlimmsten Umstände einfach akzeptiert, wenn sie so sind, wie sie sind. Und dann hört oder mindert sich das Leid und der Kummer. Mhm. Und ich finde, manchmal ist es gut zu wissen, was die Definition davon ist, weil du dann kannst handeln. Ja. Und ja, Sachen akzeptieren, Trennungen akzeptieren, Veränderungen im beruflichen Umfeld akzeptieren. Und dann bist du wieder fähig zum Handeln, weil Kummer und Leid dich einfach lähmt. So. Definitiv. Und in der Akzeptanz ist ja meistens auch noch ein bisschen Zeit, die du brauchst. Dass eben meistens, wenn du jetzt Kummer und Leid hast, dann kannst du es nicht in dieser Sekunde ändern. Aber mit Akzeptanz merkst du dann sehr schnell, du musst dann lernen, du brauchst halt deine Zeit, lernen zum Akzeptieren. Aber es ist schon so auch ein Schlüssel zu viel mehr Ruhe und Freude. Ich muss lachen. Ich kann gerade sagen, wie lange reden wir noch ernsthaft, wenn der Christoph irgendwie bald... Der Christoph in Atemnot und wir einfach so... Nein, wir hören den nicht, wie er jetzt am Boden röchelt. Das müssen wir jetzt auch akzeptieren. Das müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Der Christoph hat keine Luft. Das ist jetzt einfach so. Geht's wieder? Hast du dich verschluckt? Oder was? Ja, ein bisschen. Ich muss schlafen, aber okay. Das ist wieder gut. Es ist draussen, ja. Es ist in der heutigen Zeit ein bisschen besorgniserregend. Steck mich schon an. Vor allem ist alles normal. Ja. Alle husten. Ich habe so Beulen, so ein bisschen am ganzen Körper. Ich habe so ein... Ja, genau. Aber das alles, was wir besprechen, führt mich immer zurück zu eben zwischen zwei Zeilen, sich mir so umziehen. Weil auch dort, es ist einfach... Die Akzeptanz und irgendwie... Es ist ja so. Yeah. Und ich habe mich auch kaputt gerollt. Und das Einzige, was ich im Moment natürlich mache, ist die Kamera laufen lassen und finden, see the glamorous life of DC. Yeah. Das ist einfach sehr, sehr lustig. Natürlich hätte ich können Diva spielen und nicht prüfen. Man hole mir einen Garderobe und etwas zu trinken und zu essen überhaupt. Das ist einfach nicht lustig. Genau. Viel lustiger ist es auf dem Kiesboden neben dieser Mulde, und Plachen im Grind, sich dort im Falco umziehen, das ist einfach lustig. Comedy hat ja keinen Platz für Eitelkeit. Ja. Und ich bin früher recht eitel gesehen. Und als ich dann wirklich angefangen habe mit Comedy, habe ich gemerkt, okay, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Und so stückchenweise. Ja, aber ich glaube, das macht dann eben auch so einen riesen Unterschied. So, du hast ja schon viel Schauspiel gemacht und es gibt sehr, sehr tolle Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es ein paar, wo du einfach findest, oh mein Gott, was ist bei dir schon immer falsch gelaufen, dass du so hast werden musst? Weißt du, das kann ich dir sagen, was falsch läuft. Wirklich viele in diesem Metier, also auch Moderatoren und ja, jetzt wirklich in meinem Business, ist, wenn du dir die Anerkennung geholt von einem Publikum. Mhm. Also die Anerkennung als Schauspieler, weil dann klatschen sie ja oder sagen dann, wow, oder gut gemacht. Mhm. Und du bist ja immer abhängig von dieser Bewertung und du willst eine positive Bewertung haben von dem, was du machst. Mhm. Und eben auch im Showbiz. Darum gibt es die alles werden wollen. Weißt du, Model, Schauspieler, Moderator, Schrägstrich, hauptsächlich auf einer Bühne und gesehen werden. Mhm. Und wenn das deine Motivation ist, das geht so fest in die Hose, weil das ist ein Fass ohne Boden. Diese Anerkennung füllt dein Loch nicht. Und darum musst du dir eben auch irgendwie Backstage und mit anderen Leuten musst du dich dann so verhalten, um eben zeigen, dass du die Anerkennung verdient hast. Ja. Und dann tust du sie eigentlich dir erbschissen, indem du sagst, ich brauche jetzt eine Garderobe und ich brauche jetzt das drin und da. Weil in aller Stellen wirst du selber glauben, dass du jemand wertvoller bist. Genau. Du glaubst es nicht, du machst es dir ja vor. Yeah. Und ich glaube, in dem Moment, wo man so ein bisschen bei sich ist und seinen Wert weiss, dann hast du das wie nicht mehr nötig. Und dann wird es less. Also das finde ich einfach etwas Schönes, weil du kannst meinen Wert nicht bestimmen. Und auch der Christoph, wenn er noch so hustet, kann meinen Wert nicht bestimmen. Das bin ich. Ich definiere mich. Mhm. Und ich glaube, mich, wenn ich, manchmal schaue ich Leute, gerade in der Comedy, und überlege mir, warum finde ich jetzt den so gut? Das Material, das man erzählt, ist ja gar nicht, eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnige, lustige Szene, aber mich vergrölt es wegen dem Mensch gerade. Mhm. Und ich glaube, der muss mich wie erreichen. Und das geht nicht, wenn du das Publikum missbrauchst, um dir huldigen. Yeah. Da fühle ich mich wie genötigt. Ich fühle mich nicht wohl und kann den nicht toll finden auf der Bühne. Es schlägt eben zurück. Und in dem Moment, wo du dich fallen lässt,
was du gesagt hast, mit der Symbiose verbindest du dich mit den Leuten. Und dann wird es lässig. Dann kann man gemeinsam über den ganzen Scheiß lachen, genau, was im Alltag passiert. Genau, dann hast du die Connection. Ja. Weil ich glaube, eben dann fühlen die Leute eben auch an die, ich sage jetzt, zu verstehen ist vielleicht ein bisschen viel, aber eben auch sich selber wiedererkennen. Ja. Dass eben, wenn eine dumme Situation passiert und du die auf der Bühne erzählst, dann ist es so, nicht nur mir geht es so. Weil du tust für dich das vielleicht nicht in deinem privaten Umfeld so erzählen, aber eben auf der Bühne, gibt dir Gedankenpreis, wo du irgendwie auch hast. Und dann hast du die Verbundenheit, oder? Und das hast du auch im Alltag. Ich finde, das hast du generell mit Menschen. Yeah. Also weißt du, yeah, wenn du das Gefühl hast, du siehst besser oder anders, wir sind alle anders und gleich sind wir alle gleich. Also wir sind Individuen mit unseren verschiedenen Farben und schlussendlich sind wir aber alle die gleichen Deppen, die irgendwie Hunger haben und Durst und Bedürfnisse und Träume und Ziele und das verbindet uns alle. Und ich finde es schön, dass das meistens mit irgendwie auch eben in so einem privaten Umfeld mit Ehrlichkeit jemandem gegenüber dann auch eine ehrliche Reaktion kommt. Also weißt, es gibt so Leute, die können sich eben gegenseitig beschissen, indem sie sagen, bei mir ist alles grossartig. Ja. Irgendwie, Familie top, irgendwie Job ist sensationell und ich verdiene wahnsinnig viel und ich habe überhaupt keine Minderwertigkeitskomplexe. Weißt du, einfach so. Und dann muss die andere Person das auch erzählen, weil dann ist ja irgendwie so ein Wettbewerb. Das ist ja eigentlich Instagram in real life. Und ja, genau. Aber wenn man dann irgendwie sagt, du, jetzt keine Ahnung, jetzt habe ich absoluten Scheissdreck dort und dort gehabt, dann reagiert auf einmal die andere Person damit so, dann kann ich jetzt eigentlich auch jetzt aufmachen. Ja, und das verbindet genau. Ja so. Also es ist auch in Beziehung, gell? Die schlimmen Sachen, die Geheimnisse, die man hat voneinander. Yeah. Geheimnis teilen ist etwas vom Verbindendsten überhaupt. Ich glaube, du kommst dir nicht näher, als wenn du etwas, was dir nagt, ein Geheimnis, etwas vermeintlich Schlimmes, teilst. Mhm. Das ist so etwas Nächstes. Yeah. Und viele Leute trauen ja nicht, weißt du, Hilfe oder ihre Nöte mitteilen. Was denkt der andere von mir und so. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo das Gegenüber es wie wert ist, dass du dich anvertraust, yeah. Das ist so ein schönes Geschenk, mhm. Auch für den, der es abholt. Mhm. Und ich merke, so auch mit der Erfahrung, die man hat im Leben, dass genau, also ich glaube, immer schon eine recht ehrliche Person gewesen, aber ich komme immer mehr und immer tiefer, einfach gerade von der Geraden dort hin. Mhm. Das ist so lässig. Es ist für mich, es ist intensiver. Ja. Die Wahrheit ist intensiver als irgendein Tralala. Und Perfektion ist so boring. Es ist so langweilig. Das gibt es ja gar nicht. Also, gibt es nicht. Mhm. Und es wäre langweilig. Also, weißt du, so eine weiße Tafel, ein weißes Blatt ist perfekt. Langweilig. Es ist langweilig. Und ich bin auch eitel. Ich laufe auch gerne mit Kleidchen und Zeug und Sachen umeinander. Aber das hat nicht in dem Sinn das Gefühl, dass ich dann besser bin, sondern das ist mein Hobby. Ich befasse mich gerne mit so ästhetischem Zeug. Yeah. Das ist auch daheim, mit Deko und so. Ich mache das einfach gerne. Yeah. Ich erfreue mich auch gerne. Auch mit meinem Grinsen, wie das möglich ist. Aber grundsätzlich bin ich nicht eitel. Und ich finde es immer, also weißt du, als Material, aber es ist für mich eine Liste mit all dem Zeug, was schlimm ist an mir. Mhm. Ich liebe das. Ich lache mich selber kaputt. Was ich für ein Mönchi bin. Oh, das ist politisch nicht korrekt. Was ich für eine komische bin in gewissen Sachen. Das ist einfach lustig. Das habe ich so geil gefunden, wo du im Bernhard-Theater auftreten bist. Und dort habe ich dich zum ersten Mal gesehen, Comedy machen. Wir haben es ja schon kennt. Mhm, stimmt. Und eben das Thema Eitelkeit, das nach 10 Sekunden ist jegliche Eitelkeit, die du sonst könntest haben, ist eben auf dieser Bühne einfach so richtig weggefackt worden. Und darum ist es dann einfach also wahnsinnig lustig gewesen. Ich habe das eben auch gerne. Ich habe in meinem Stück eine Stelle, wo ich mir einfach Wasser in, weißt, ich erzähle, wie ich geschwitzt habe. Ich habe geschwitzt. Und dann leere ich mir das Wasser. Und die Leute verschrecken dann immer so, dass ich das tatsächlich mache. Und weißt, alles läuft ab. Und ich liebe, das ist meine Lieblingsstelle. Weil es einfach so absurd ist. Und ich selber finde es lustig. Ich sage, Dichte und ich liebe das Leben, wenn es intensiv ist. Mhm. Und es ist in dem Plakativ einfach nicht intensiv. Und je schräger als es ist und je eben uneitler, auch je hässlicher die Hässlichkeit, je unschön ist das falsche Wort, ich suche ein Wort, je eigener als es ist, yeah, umso besser. Mhm. Und die Perfektion, die wir alle so in einem Kollektiv anstreben, ist einfach nicht intensiv. Nein, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand effektiv Perfektion anstrebt.
Das ist Deutsch, was, ne? Was? Anstrebt. Kannst du auch, wa? Ja, kannst du mal zeigen. Anstrebt, sondern eben mehr. Man vergleicht ja gern mit dem Äußeren von anderen Menschen. Also, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel das Instagram-Ding nenne, das passiert ja die ganze Zeit, dass du selber weißt ja, wie es in dir aussieht. Und du siehst aber nur, wie es bei anderen nach Hause wirkt. Oder? Und dann fängt dort das schon an, dann willst du irgendwie denen eben zeigen, aha, aber bei mir ist es nicht so schlimm. Bei mir sieht es auch so aus, nach außen. Und das ist eigentlich mehr. Es ist ja nicht einmal, dass man persönlich die Perfektion anstrebt, sondern dass man mehr probiert, die Perfektion vorzugeben. Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder das, hast du die Anerkennung, die alle suchen, dass, wenn ich schön bin, hat man mich gern. Yeah. Wenn ich gut aussehe, hat man mich gern. Ich glaube, auch für uns Frauen haben wir ganz, ganz spezifisch die Attraktivität immer so. Frauen werden beachtet, ja, simpelste Mittel durch ihre Attraktivität. Das ist halt ja unser Hormon, wenn du jung bist, irgendwie, weißt, kurze Röcke, den Buben schauen und dann fühlt man sich wahrgenommen. Mhm. Und als junge Frau weißt du aber gar noch, in welche Richtung. Also weißt du, was da alles mit dir ziehst. Aber die Aufmerksamkeit kommt natürlich sofort. Und irgendwie lernst du als Frau, dass die Aufmerksamkeit kommt durch dein Äußere. Und dann kommt wahrscheinlich eben auch irgendwann im Alter, also weißt du, wie die, oh, wenn ich das nicht mehr habe, was habe ich denn noch, um mich aufmerksam machen? Yeah. Und das kann ich nachvollziehen, wenn du einfach schon als Mädchen, weißt du, mit Zöpfchen und Herzig und so, wir sind ein bisschen getrimmt drauf. Yeah. Und was mich manchmal wirklich fast ein bisschen sauer macht, jetzt haben wir Instagram, wir haben YouTube, wir haben all die Möglichkeiten, ich rede jetzt wirklich, so, wirklich explizit aus der Frauensicht raus, um anders aufmerksam machen, was machen die? Schminkvideos, Beauty-Tipps, Filter und ich finde dann immer so schade. Aber da gibt es so einen Comedian wie Celeste Barber, wo weißt mit Rants kommt und fleischfarbig runterwäscht und alles rührt sich weg und es ist so lustig. Because zero fuck is given, weißt? Man hat dich nicht gern, weil du attraktiv bist. Man schaut an, weil du attraktiv bist. Aber lieber hat man dich wegen dem nicht. Ja, und ich finde aber Attraktivität hat auch nicht nur mit dem Aussehen zu tun. Voll. Das erste, eben gerade Instagram, ist genau das. Was weiss ich, wer hinter dem Foto ist? Du siehst ja nur das Plakat. Und natürlich haben die schönen Leute ganz viele Follower, weil sie die schönen Fotos posten. Ich persönlich nicht langweiliger. Ich schaue lieber Celeste Barber. Voll. Wenn die ein neues Video macht, finde ich, geil. Oder? Ja. Und ich finde, ich verstand, was du sagst. Ich finde das auch sehr schade. Aber wenn man halt konditioniert ist drauf, gell? Es ist es verändert sich ja schon ein bisschen. Aber die Frage irgendwie, warum Frauen sich nicht so über sich selber lustig machen. Ich glaube, wenn man wirklich das Gefühl hat, wenn ich das verliere, so meine Gefälligkeit, das ist das, was ich am allermeisten muss haben. Was habe ich denn noch? Yeah. Also, ja. Der Mensch hat so viel. Ich glaube, dort ist irgendwie, wenn man es würde schaffen, und sicher auch aus Männersicht, wenn man das mehr kommuniziert, dass die Gefälligkeit nicht eben durchs Aussehen passiert, sondern vielmehr durch irgendwie ein nettes, lustiges, schönes Miteinander, ehrliches Miteinander, dann könnte man hoffentlich irgendwann die Brücke ein bisschen mehr schlagen. Kommt halt darauf an, wer was sucht, gell? Yeah. Es gibt auch ganz viele Leute, die, und das ist ja fair enough, die unterwegs sind, einfach nur suchen nach einer schönen Hülle zum Präsentieren, zum Nutzen. und dann, wenn das übereingeht, go for it. Yeah. Ich will weder so Freundschaften noch so Beziehungen, ich. Das müsste man halt eben wie auch klar deklarieren können. Das wäre doch gut. Ja. Weil dann kannst du wirklich so die einen Leute in diesem Bereich lassen und die anderen Leute in diesem Bereich. Aber es passiert doch automatisch, so ein bisschen, wenn wir jetzt als Beispiel, weißt du, die Golddigger, jetzt gibt immer noch Frauen das Gefühl, ich muss einfach reich gute Partie machen, dann habe ich Geld, oder? Ich erschlafe mir das. Geht auch immer wie mehr Männer. Ja, auf beide Seiten. Yeah. Männer, die sich das erschlafen. Aber es wird immer im gegenseitigen Einverständnis sein. Der andere hat schon auch etwas davon. Also, weißt du, der hat ja etwas davon, wo man sich auf so jemanden einlässt. Das ist immer ein Deal. Und man muss einfach immer auch bedenken, dass der zahlt, einfach auch sagt, was durchgeht, in der Regel. Auch dirigiert, wie es läuft. Wenn du das willst, go for it. Beklag dich einfach nachher nicht. Das ist einfach, es wird eben, die Deals werden ja nicht ausgesprochen. Die sind ja dann so stillschweigend, oder? Das macht sie dann wahrscheinlich schwierig. Warum aber hast du nicht Nein gesagt? Es lag doch auch an dir. Was ist, wenn man den Deal nicht ausspricht? Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Aber gell, wenn wir jetzt ernst auf das Thema reingehen, was mich wirklich aufregt, ist, dass ja, ein Nein vielfach ja nicht gilt. Also weißt du, dass die Leute Neins überlassen. Und da haben Mädchen und Frauen halt wirklich auch ein Problem, dass Jungs und Männer das Nein nicht gelten lassen. Bis heute nicht. Und das ist ja nicht nur, weißt, Männer die böse. Es gibt ja auch Frauen, die dann sich plötzlich hören und sagen, halt, ich habe einen kurzen Rock gehabt. Hat sie das jetzt wirklich gesagt? Also, die hat das doch nicht verschuldet mit der Kleidung. In dem Moment, wo du Nein sagst, hast du Nein gesagt. Egal, was du trägst. Punkt. Also ich glaube, da muss man auch... ja, weißt, es ist lustig und alles, aber die Neins, die gelten etwas. Und da muss man sich einfach stark machen für sich, in jeder Situation. Ja, vor allem Frauen, aber auch. Aber auch die Männer, gell? Definitiv. Wenn man einen Bananensplit macht, kann man Nein rufen. Submission. Submission. Ja, dann gehst du auf. Aha. So, das ist Nein eigentlich, so quasi. Das will ich oder nicht. Oder klopfen. Ja, also nein, eigentlich auf den anderen Körper. Aha. Natürlich. Fertig. Okay. Nein, aber klar, also ich verstand das alles und ich hoffe auch, dass ich nach dem lebe. So. Ja, aber bestimmt. Also, weißt du, der Chris, mein Mann, versteht aber gar nicht, von was ich rede, weil das ist für ihn so fern. Für den, nein, also, weil es so selbstverständlich ist, kann er sich das gar nicht vorstellen, dass es so Situationen überhaupt gibt. Yeah. Und es gibt sie ganz, ganz, ganz viel. Ich kenne kaum eine Freundin, eine Frau, die das nicht irgendwo erlebt hat, dass es Nein nicht geholt hat, wo die wirklich fast körperlich musst durchsetzen und sagen, hey, fuck off, ich habe Nein gesagt. Und das, das ist manchmal ein bisschen in der Hitze des Gefechts, gell? Weil Bananensplit hört man vielleicht das auch nicht immer. Deine Klopfgeräusche. Macht das jetzt viel Lärm? Nein, das ist also völlig okay. Du, aber das, das kann man irgendwie, weißt du, so beim Partner mit einbeziehen, so irgendwann. Wie bei dir der Abbruch. So mit Tatschen sagen, du, ich gebe auf, kannst aufhören, ich muss jetzt schlafen. Ich muss das nachschauen, wie das genau geht mit dem Abbruch. Mit dem Abbruch? Tätschle. Genau. Ja, der Schiri sieht es ja dann und sagt, fertig. Genau. Ein bisschen Pause und Musik hören. Machen jetzt ein bisschen Pause. Nein, aber zum das nochmal schnell aufgreifen. Ich finde auch wahnsinnig wichtig, dass man das immer wieder... dass man das immer wieder sagt. Und ich meine jetzt nicht das Nein, sondern das, was du gesagt hast, dass man eben auch sagt, dass ein Nein... Nein heisst. Ja. Ja. Ich glaube, du, ich und alle, die jetzt zuschauen und hören, denken, ja, natürlich. Es ist einfach leider. Ja, wenn nur jemand zulässt, der findet eigentlich nicht, dass es schon wird ändern durch das, umso besser. Weißt du, es ist schon eine Grundsache in der Kommunikation. Mhm. Das haben ja auch so viele, die dann sagen, ja, aber du müsstest doch merken, dass. Und ich finde, man sollte mehr sagen, was man meint und mehr meinen, was man sagt. Mhm. Also, das ist schon gut. Das sind auch so Sätze. Und durchdrüllen. Ja, ja. Willst du es? Nein, ist schon gut. Aber da können wir und mit dem leidenden Gesicht. Und sagen, hey, sag doch einfach ja oder nein. Ich frage dich ja. Genau. Ich kann ja nichts anfangen damit. Also, jetzt nicht im sexuellen Bereich, sondern generell. Weißt du, willst du noch etwas essen? Nein, ist schon gut. Dann nimm du nur. Weißt du, so die Sprüche, die nicht klar nein und nicht klar ja sagen. Und dann, ich glaube, da passieren so viele Missverständnisse. Nein, ich mach's schon. Und dann, ja, du hast es eben nicht gemacht. Ja, du hast gesagt, du machst es schon. Yeah. Ja, aber du hättest merken müssen. Weißt du? Ja, ja. Aber ich glaube, dort kommt ja wieder die Ehrlichkeit. Oder? Das in der ganzen offenen Kommunikation, man hat sollten merken, ich habe schon Leute kennengelernt, die jetzt wirklich einfach 0,0 Gespür haben für Menschen und Situationen, die einfach der wirklich so klar muss Nein sagen, so, das geht nicht, nein, das machen wir jetzt nicht, das lernen wir jetzt. Also weißt du, weil sonst einfach eben nicht klar ist. Ja, und ich glaube auch gerade Nein sagen lernen, ist wirklich ein Lernprozess. Und es ist, weißt du, eben, Schule, du musst in die Schule gehen, du kannst ja nicht Nein sagen, nein. Mhm. Wohl, man kann unter Umständen Nein sagen. Wenn einem dann die Erwachsenen die Schule zerren, dann kann man Nein sagen. Aber in der Regel wirst du auch erzogen, dass gesagt wird, wie erledigt und so. Dann irgendwann merkst du, oh, jetzt bin ich unangenehm, wenn ich Nein sage. Mhm. Man muss sich wieder wie erlernen. Und ich finde, du kannst Nein brüllen. Und du kannst auch ganz charmant und diplomatisch sagen, du, nein, das stimmt für mich nicht. Genau. Aus den und den Gründen. Das kann man total gut lösen. Das kann man lernen. Und dann merkt man, die Welt geht auseinander, weil ich
mein Anliegen durchgebracht habe. Es gibt immer einen Grad zwischen ein bisschen Rücksicht auf die anderen, weißt du, wie weit komme ich dem anderen entgegen, wo sind meine Grenzen, wo ich einfach für mich muss schauen und sagen, nein, bis da an und mehr mache ich nicht mit. Oder auch stimmt es für mich terminlich nicht mehr oder was auch immer. Ja. So viel kann ich dir entgegengehen und da muss ich nein sagen. Und ich, das ist immer so, also, das ist egoistisch, also zu einem Schimpfwort verkommen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man bei sich ist und seine Bedürfnisse ernst nimmt. Mhm. Und es gibt immer bei jedem Menschen einen Spielraum, wo man kann sagen, hey, komm, da stehe ich ein bisschen zurück und komme dir entgegen, solange es da noch für mich stimmt. Aber schlimm ist, wenn du denkst, ich muss zurückstehen, stimmt für mich aber nicht, aber hauptsächlich für dich stimmt. Und dann machst du es, aber dann bin ich hure hässig auf dich. Yeah. Das muss man ein bisschen abschätzen lernen. Wo stimmt es wirklich nicht mehr für mich und wo kann ich entgegenkommen? Ich vergleiche das immer gut mit dem Flugzeugabsturz, was heisst, man muss zuerst sich selber Sauerstoff geben und dann kann man schauen, ob man anderen kann helfen kann. Aber es ist schlussendlich genau das. Weil am Schluss, wenn du dann nur eben auf andere eingehst und findest, ja, dann machen wir es so, wie es für dich stimmt und irgendwie in dem Inneren brodelt dann irgendwie, ne, jetzt habe ich schon wieder müssen, eben für die Person etwas erledigen und jetzt habe ich schon wieder dort das und so. Schlussendlich ist das ja dein Problem. So lustig, ich habe mal so ein Erlebnis gewesen, an der Kasse, ich nur irgendwie zwei Meerrettiche in der Hand, keine Ahnung. Und weißt, die anderen Wägele, und ich so, oh, darf ich schnell führen? Und sie, gehen sie. Und dann ich dort, und sie, während sie dann nachher hinter mir biegt, ich habe es auch nicht den ganzen Tag geschickt. Dann hätte ich so vor dich angefuttert. Dann schaue ich sie, aber sie haben ja gesagt, ich darf führen. Ja, ich habe schon gesagt, sie dürfen führen. Aber wissen Sie, es ist aber nicht so, es gibt ja schon einen Grund, warum man ansteht. Und so. Dann habe ich irgendwas, aber sie, dann müssen sie einfach sagen, nein, ich bin jetzt da gewesen. Jetzt geht sie aber. Und dann haben wir halb gekifelt miteinander. Das ist so eine blöde Kuh. Sag doch einfach nein. Dann stehe ich hinter an meiner blöden Möhre. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber lass mich nicht führen und dann. Weißt du, den Rücken reinmotzen. Habe ich auch gern. Weißt du, dein Gesicht sagen, jetzt habe ich sie führen gelassen, Tommy Kuss. Ich liebe so Einkaufsdiskussionen. Das ist etwas vom Geist, was es gibt. Aber das ist absolut der Prozess, wo ich mich drin befinde. Ich bin schon viel besser geworden, aber eben sicher noch nicht am Ziel, sozusagen. Wo es für dich stimmt und wo nicht mehr? Ja, wo ich lange das Gefühl hatte, ich bin ja nur ein netter Mensch, wenn ich eben irgendwie zustimme. Gefällig bin, ja. Ja, und vor allem halt in unserer Position, wo man auch mit Menschen zu tun hat, wo man selber null kennt. Mhm. Und sie kennen einen aber nicht wirklich. Sie kennen ja einfach so ein Produkt von eben die Person am Fernsehen oder am Radio oder auf der Bühne. Und dort dann irgendwann sagen, hey, nein. Nein. Ja. Mhm. Das ist gerade am Wochenende gegangen. Wo bin ich eben am ESAF, bin ich gesehen. Mhm. Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Ja, aber nicht drinnen. Ich bin nur in dem Dorf gesehen. Und dann laufe ich so. Und dann ohne Scheiß, wo ich an einem vorbeilaufe, macht er so: Hey! Und ich wirklich, ich bin halb taub geworden. Ich bin mega verschrocken und schaue so über. Und jetzt ist der so bananenvoll gewesen. Aber wirklich, absolut, wirklich völlig. Der konnte kaum noch stehen können. Und dann ist er so: Komiker! Und ich so: Shit, jetzt habe ich mich schon umgedreht, oder? Und ich so: Und dann so: Komm schnell ein Foto machen. Und dann habe ich gesagt: Also komm schnell, kein Problem. Weißt du, weil ich sage, Foto kann ich ja sagen, oder? Dann merke ich, der hat einen Sohn dabei, der irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 ist. Und ich denke so: Du bist so granatenvoll am Sonntagnachmittag und hast deinen Sohn dabei. Und dann fährt er irgendetwas labern, von wegen: Weißt du, Kollegin hat irgendeine Prominenz drauf, jetzt muss ich das zurückzahlen, jetzt muss auch ein Foto machen. Und ich bin so ein bisschen so: Hä? Und dann, dann ist jemand vorbeigelaufen, den ich kennt habe. Dann habe ich mit dem schnell geschwätzt, weil der andere ist so voll gewesen, dass er sein Handy nicht bedienen konnte. Yes, nein. Er hat die ganze Zeit probiert, er gibt es seinem Sohn und sagt: Mach ein Foto von uns. Und ich so: Okay, fuck, ich habe gesagt, ich mache ein Foto. Das heisst, das mache ich jetzt sicher, aber das war es dann auch, oder? Und dann kommt er so zu mir und ich so: Hey, mach mich nicht zu fest, also weißt du, nicht zu hoch. Und dann hat er einfach mich, ich hatte Sonnenbrille angehabt. Dann tut er die einfach so auflöpfen und ich so: Nein. Aber weißt du, dort habe ich gemerkt, wie ich mittlerweile schon anders bin. Und früher war ich so: Ah, lustig, hast du meine Sonnenbrille? Weil ich so: Du musst deine Augen sehen oder irgend so etwas. Ich behalte die Sonnenbrille an. Und dann hast du also gesagt: Okay.
Das ist ja gar kein Problem, weißt du? Ja. Dann habe ich das fucking Foto gemacht und bin sehr schnell weggegangen. Aber es sind genau so Sachen. In der Regel akzeptieren ja die Menschen deine Grenzen. Mhm. Also weißt du, es ist ja in der Regel kaum, dass man sagt, nein, darfst du mich da lange zu einem Meter Abstand. Es gibt ja die komischen Leute. Und selbst das sind dann ihre Grenzen, dann ist es halt so. Du könntest ein Foto machen, aber du bist einen Meter von mir weg. Und weißt als Beispiel. Ja, ja. Das gibt es ja auch. Aber auch das, wenn das dir wichtig ist, dann darfst du das einfach sagen und machen. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen mit dem zunehmenden Alter. Wirklich, das hat ein bisschen etwas, das ich finde, mache ich nicht mehr. Also weißt du, ich bin sogar die, weißt du, wenn ich beim Zahnarzt oder beim Arzt, wenn die mich zu lange warten lassen, sage ich, jetzt bin ich eine Viertelstunde da gewesen. Es geht jetzt genau 3 Minuten, bin ich weg. Sie haben Angst vor mir. Bin sicher im Zahnarzt, deutet es mir zusammen vorher heran. Ja, nein, es geht nicht. Ich kann nicht 3 Viertelstunden in einer Praxis machen. Keine Zeit. Keine also, wenn der Termin heißt, ja. Ja. Nein, im Ernst, lügt mir an. Wenn ihr gesehen, ihr seid im Verzug, das gibt es ja. Sie können ja das nicht, weißt du, präzise. Aber wenn ihr seht, ey, fuck, es wird eine Stunde später, 3 Viertel, halbe sogar, lügt mir schnell an. Yeah. Haben ja, ich habe ein Handy, ich bin registriert, lügt mir schnell an und sagt, sie sind erst auf die 2 gekommen. Es hat sich alles verschoben. Easy. Aber mich bestellen und ich habe keinen Nerv mehr für das. Ich sage das sehr nett, aber ich sage, ich gehe jetzt. Ja, aber. Also ich hoffe, du hast noch einen Nerv. Zum? Im Zahn. Ich gehe nur zu der DH. Die schaffen es, in der Zeit zu bleiben. Zum Glück keine weitere. Ich habe einen super Zahn jetzt. Ich gehe immer auf Bad Ragaz zu meinem Zahn. Ins Grand Resort. Ich wollte sagen, zu Michi Meier. Machst du einen richtigen, nein, weil, richtigen mach das, Wellness-Ausflug? Es ist ein Kack zum Zahn gehen. Auch DH ist einfach ein Kack. Ich mache das nicht gerne. Ich finde das immer so, ich habe nie etwas, aber Kontrolle, weißt du, mache ich alles nicht gerne. Aber wenn ich nach Bad Ragaz gehe, weißt du, dann hast du dort noch Therme und dann noch etwas Gutes essen. Eben, machst du einen Ausflug. Zahn in der Bar, weißt du, noch Champagnerli und so. Dann mache ich ein riesen Event aus dem Zahnbesuch und das ist super. Macht der Champagner nicht weh, gerade nach so DH oder so, wegen der Syrie oder irgendwas? Nein, jetzt dürfen sie eine halbe Stunde nicht. Halbe Stunde. Dann mache ich einen Spaziergang in die Therme und dann kann ich den Champagner exen. Abspülen aus einem Flur. Brumm, wenn es ein bisschen. Schmeckt er denn gut? Champagner ist immer gut. Nein, wirklich. Also, aber, weißt du, unmittelbar zu haben. Aber gerade danach schmeckt es gut. Nein, es geht ja ein Weile, bis ich dann dort bin, bis dann Champagner kommt. Geht es ein Weile, bis dann ist das. Nach dem Bleaching, glaube ich, darf man nicht gerade. Aber das ist kein Rotwein, das kannst du auch lernen. Darum habe ich gefragt, weil ich habe mal vor ein paar Jahren ich mal ein Bleaching gemacht. Zeig. Und dort, es ist eh das so weird gesehen, weil sie sagen so, man macht irgendwie mehrere Runden, wo irgendwie so und so viele Minuten. Und sie geben dann einfach Bescheid, wenn sie irgendwie einfach weh machen. Und ich so, oh, okay. Und dann sind es einfach einzelne Zehen, wo so, wirklich so ein Blitz drin. Es ist ein Schmerz, das kannst du dir nicht vorstellen. Es macht wirklich einfach so, du bist so dort, erste Runde, nichts passiert. Ich so, ja, locker, voll geil, hey. Ich bin halt einer von denen, oder? Was hast du gemacht? Das ist damals das Verfahren. Okay. Anscheinend gibt es jetzt ein neues, das nicht mehr so weh macht. Hast du im Garagentor bei einer lustigen Rumänin in einem Bleaching gemacht? Überhaupt nicht. Ich habe ein Missverständnis gehabt, dass ich verstanden habe, wenn ich aufhöre, dass ich ein anderes Mal wieder kommen kann, um nachzuholen. Und dann hast du so gesagt, nein, jetzt sind wir fertig. aber es ist auch okay gewesen, so. Und dann hat wirklich gesehen, jeder einzelne Zahn mit der Zeit so, ding, ding. Dann hat jeder einzelne Zahn einfach blitzen. Und ich so, shit. Und dann heisst es eben, du darfst keinen Kaffee, kein Rotwein und alles so Zeugs, nur helle Getränke. Nur Champagner. Voilà. So, und dann ist gerade Art Basel gesehen. Und dann bin ich an der Art Basel und dann nehme ich dort einen Schluck Champagner. Und ich bin fast gestorben. Ich bin wirklich ihre Wort. Irgendwie noch mit eben, keine Ahnung, der Syrie und so. Was hast du gemacht? Aber dort habe ich dann angefangen, Raclette essen, auch im Sommer. Weil das haben sie gesagt, Käse und so gut. Dann habe ich einfach so ein paar Käsescheiben auf den Teller da, den in den Ofen geschoben. Und dann habe ich einfach Raclette gegessen. Das ist behalten. Das mache ich ab und zu noch, ja. Ah, ja. Du musst ja gar nicht den Ofen anmachen und so. Da kannst du wirklich einfach in den Backofen. Haben wir nicht einen grossartigen Sommer gehabt? Wirklich? Ein bisschen zu wenig Wasser. Ja, fühlt es halt mit sich, wenn man immer schön Wetter hat. Yeah. Und so, aber so, weißt du, es könnte ja wirklich so 6 Tage schön sein und einmal regnen. Dann geht die Temperatur wieder ein bisschen runter und dann haben die Bauern eine Freude. Hör jetzt auf Motzen, wir haben wirklich einen schönen Sommer gehabt. Fisch in den Gewässern. Okay. Nein, es ist also ernsthaft, es ist schon ein bisschen beängstigend. Die Aare ist zum ersten Mal seit massig ever über 24 Grad gesehen.
Also, und ich weiß noch vor ein paar Jahren. Aber Leute, also jetzt wirklich, wenn ich gerade irgendwie einer von diesen drei Menschen bin, und sagst, der Klimawandel gibt es gar nicht. Wir wissen es alle, seit Jahren weiss man. Yeah. Und alle sagen, lalalalalalalala. Weißt du, im Einzelnen, im Kleinen verändert mir schon das eine oder andere in unserem Verhalten. Aber da muss politisch etwas gehen. Man muss Sachen einfach wieder verbieten, regeln. Yeah, yeah. Das ist einfach besser. Du kannst dich nicht auf das Individuum verlassen. Echt, das muss man gesetzmäßig machen. Meine Mutter und ihre Mann sind jetzt gerade in einem Chalet, aber es ist wirklich auf einer fucking Holzhütte, an einem Teich in Frankreich. Sind sie dort angezogen? Ohne Strom. Also gezogen, nicht in den Ferien? Nein. Gekauft, angezogen. Wie kühlen die den Champagner dort? Da hat sie sich informiert mit irgendwie so Tontöpfen, wo du dann irgendwie so aufeinander tust und was weiß ich, das ist ihr Kühlschrank, weil sie haben ja keinen Strom. Und das Wasser irgendwie, das musst du dann halt irgendwie aufkochen, damit du ein bisschen warm hast, wenn du willst duschen. Oder du gehst am Morgen irgendwie halt einfach so direkt. Hey, wie beeindruckend. Ja, weil eben genau das, weil sie sagt so, weißt, alle reden immer davon und sagen, ja, man muss irgendetwas ändern und Zeugs und Sachen. Und sie will es jetzt mal ausprobieren. Und ich so, super. Voll geil. Weißt, vielleicht macht man sich mal extremes Zeit und dann kommt irgendeine Mitte zurück. Aber wenn du mal merkst, weißt, es würde so viel ausmachen, wenn die Leute mal einen Tag in der Woche kein Fleisch würden essen. Mhm. Geht nicht. Ja, hallo. Im Pöstli haben wir immer ein Fleischmenü zum Mittag. Am Freitag ist Gordon. Am Samstag ist Hackbraten. Die Tiere müssen ja gleich sterben. Am Sonntag ist Rostbeef. Der Leu frisst gerade Zellen auch. Weisst du? Ja. Aber das leuchtet mir wirklich. Also ich esse gar kein Fleisch. Ich wollte sagen, hey, ich bin so gut. Ich mache auch andere Sachen dafür, die wir jetzt machen. Ja, ja. Das ist einfach meine Entscheidung oder mein Teil. Aber ich kann nicht verstehen, dass man nicht, weißt, verzichtet oder sich klein zurücknimmt. Ja. Yeah. Das ist also ein Tag in der Woche. Das kriegen ganz viele. Und gell, es gibt jetzt alles so vegane Wellen und vegetarisch und so. Mm-hmm. Aber der Fleischkonsum ist nicht zurück. Interessanterweise. Ja. Yeah. Finde ich wirklich spannend. Was das könntest du meinen, oder? Das finde ich so Umdenken statt. Aber es ist nicht wirklich? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Nein, der Konsum pro Kopf ist immer noch gleich. Aber darum denke ich, weißt, es muss einfach teurer werden. Yeah. Per Gesetz, es muss wie so ein bisschen geschalten werden, weil der Mob lernt es nicht. Ich bin ja der Mob, ich lerne es nicht. Ich schieße mich selber an, dass ich irgendwie auf Hamburg schnell fliege für 200 Stutz. Weil es 200 Stutz kostet. Yeah, yeah. Und der Zug kostet 460, wenn ich vergleiche. Ich kann ja wählen, weißt du? Und dann denke ich, nein, ich gehe nur für Tag und da reise ich irgendwie eineinhalb Tage und es kostet dreimal so viel. Nein. Das finde ich eben etwas sehr Spannendes. Der Böhmermann hat ein riesen Ding gemacht über die Deutsche Bahn. Und ich glaube, bei uns ist es noch nicht ganz so schlimm, aber es ist natürlich schon faszinierend, dass die Welt eben grundsätzlich gar noch nicht aufgebaut ist für das, was wir jetzt machen müssen. Und das ist in so vielen Ländern, kommst du nur mit einem Auto von A nach B. Ja. Du hast noch gar keine richtige, dort wo meine Mutter und ihre Mann vorher gewohnt haben, in der Normandie, dort bist du noch nicht genug gut angeschlossen mit dem Bahnnetz. Da bauen sie jetzt in den nächsten Jahren irgendwann mal ein neues Gleis irgendwann durch und Zeugs und Sachen. Grundsätzlich eben in den grossen Ländern, Deutschland, auch Italien, USA sowieso, wo ich auf Weltreise gesehen bin, habe ich noch nicht ein Auto fahren. Hey, und dann bist du wirklich auf so, aha, jetzt laufen wir auf 3 Meilen. Es ist nur da, es ist nur um die Ecke. Du musst nur 3 Meilen laufen. Also weißt du, es ist so viel noch nicht überhaupt für das konzipiert. Und das ist natürlich schon, das heisst, du in deinem einzelnen Kleinen kannst etwas machen und leider anscheinend, jetzt im Fall vom Fleischkonsum, bewirkt es nicht einmal etwas. Krass. Aber damit es wirklich funktioniert, müsst sehr schnell. Ja, das ist also eben, da lacht man Greta, weißt du, Greta-Witzli und so. Das ist einfach ein Kind, das symbolisch steht für etwas. Es ist sie, die das alles hervorgerufen hat. Das muss man immer grindlang. Als ob sie das innovativ erfunden hat, dass es einen Klimawandel gibt, das weiss man einfach. Ja. Ich in der Schule, wir haben schon Ozonloch und Zeug und Sachen. Das weisst du seit langem, es passiert einfach nicht. Yeah. Im Gegenteil, noch mehr Flüge, noch mehr Sachen, noch mehr Import. Schneller weiter hören und jetzt sagen alle, Und dann kommt das gibt's immer wieder einmal. Das gibt's immer wieder einmal. Woher weißt du das? 1812 hat man es wie nicht gemessen. Also, das gibt's immer wieder einmal. Ja, und dann denke ich, nein, es ist, es
Wissenschaftler haben schon errechnet, dass etwas am tun ist, was nicht gut ist und wir reagieren einfach nicht darauf. Und das ist wirklich verrückt, dass im Einzelnen wird der Wandel nicht stattfinden. Wir sind ja noch gell, privilegiert in unserer Superbubble. Mhm. Da musst du nicht weit gehen. Ein bisschen Balkan, wo ich herkomme. Was dort so abgeht, die sind dann gar nicht bereit und nirgends für gar nichts. Also, nein, es ist ja zum Teil auch eine finanzielle Frage. Also, weißt, ja, eben. Ich habe jetzt mit Leuten aus Italien geredet, die sagen, also, weißt, das kommt uns gar nicht in den Sinn. Mhm. Weil, wie willst du sonst überhaupt deine Familie ernähren? Das heisst, du musst dann zum Teil zu diesem Produkt greifen, wo man weiss, das ist kacke für die Umwelt, das ist wahrscheinlich auch kacke gesehen für das Tierwohl und solche Sachen. Wenn du jetzt Fleisch nimmst, aber auch Gemüse, wo du dann merkst, ja, das richtig gute Gemüse kostet dann irgendwie viermal so viel. Und dann bist du auf einmal, ja, dann nehmen wir halt das Multipack. Ja, es ist wirklich es ist eine Geldfrage leider. Es ist schon das kommt dann auch dazu, weißt du? Wir in der Schweiz, eben, ohne jetzt wieder die große Keule zu schwingen, wie privilegiert wir sind. Machen wir immer wieder, nein, Spaß, aber, immer wieder. Aber es ist natürlich schon so, wir haben, viele von uns haben auch ein bisschen Wahl. Total. Nicht alle. Schon klar, aber viele haben eine Wahl, die können sagen. Hey, ganz ehrlich, ich habe mich einfach so gepostet mit meinem Wägel und jetzt stehe ich dort. Und immer wieder habe ich den Gedanken, ich kann jetzt einfach holen, was ich will. Ja. Yeah. Wirklich? Mhm. Ich kann in diesem Laden jetzt einfach gut nehmen, einfach was ich gerade Lust habe. Mhm. Das ist der Danke. Also, ich bin da nicht, noch immer noch nicht vom. Ich arbeite daran, vom Zürichberg oder Rich People weit entfernt von dem. Und in meinem einfachen Status kann ich immer noch einfach kommen und mir einfach nehmen, was ich will. Mhm. Das ist so ein Geschenk. So ein Geschenk in dieser Fülle. Danke. Weißt du wirklich? Und das Dankbarkeit, ich habe schon gehabt, wo du und ich hier geredet haben. Dankbarkeit ist einfach der Schlüssel für alles. Mhm. Weißt du, wenn du nicht siehst, was du hast. In allem Gemotzen, was rundum alles so läuft, wenn du nicht siehst, was du hast, kommst du nicht mehr über. Ja. Weißt du, es ist so wie der Baustein, der Boden. Und Dankbarkeit ist auch etwas für ein gutes Gefühl. Wenn du erkennst am Morgen, cool, alles funktioniert, nichts tut weh. Ja. Geil. Das sind viele Leute. Das sind Kleinigkeiten, nur einfach da, das Knöchel. Einfach, das ist einfach schön. Du stehst anders auf am Morgen, du gehst mit einem anderen Gedanken in den Tag, du fühlst dich den ganzen Tag einfach besser, wenn du siehst, was alles läuft. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht. Extrem. Also ich habe das jetzt angefangen, dass ich eigentlich in Basel bei mir daheim jeden Morgen, wenn auch immer der genau ist, dass ich ziemlich schnell aufstand und nicht irgendwie noch lange rumliegen bleibe, weil irgendwie erst wenn du stehst, vor da die Hirne sich wirklich zu entfalten für den Tag und lalala. Denn das habe ich noch nicht geschafft. Eigentlich sollte ich den Kaffee erst nach 2 Stunden nehmen. Ach, nein. Aber das ist mir eigentlich wurscht. Ich weiss, er bringt mir nicht viel vom Koffein her, aber ich trinke ihn gern. Lass ich mal Kaffee raus und dann bin ich so schnell wie möglich bin ich draußen und gehe schnell an rein. Mit meiner Kaffeetasse. Jö. Ohne Scheiß. So also, ich habe gemerkt, wie das so viel mehr Energie gibt und Freude. Und dann habe ich das Handy noch nicht angeschaut und all das Zeugs. Und dort kommt dann eben genau die Gedanken, wo du wirklich auf so dort hockst, dann siehst du irgendwie, keine Ahnung, siehst irgendwie ein Schiff vorbeifahren und so. Und irgendwie, dann ist auch ruhig. Also weißt du, es passiert nicht viel. Und dann bist du wirklich so, schön. Ist das nicht geil? Das ist ein cooles Ritual, das ist super, ja. Und es bringt so viel. Das einfach, weil nachher komme ich dann zurück und dann schaue ich mal das Handy an. Und dann geht's los. Da haben wir 17 Leute geschrieben und irgendwie das Problem und solche Sachen. Aber es ist nicht. Was mir früher passiert ist, du wachst auf, schaust irgendwie aufs Handy und dann geht schon deine Welt zusammen. Dann ist, bevor du überhaupt irgendjemand gestartet hast, schon Drama. Ah, so, oh, fuck, das ist jetzt der und irgendwie dort müssen wir ein Feuer löschen und da. Und es, also eben, ob das jetzt 20 Minuten später passiert, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder? Das stimmt. Das ist der Mindset. Ist wirklich, man kann sich ein bisschen steuern. Und dort kommt extrem viel Dankbarkeit. Das ist wirklich oft so. Ich habe vorhin in einer viel grösseren, topmodernen Wohnung gewohnt und solche Sachen und so. Und ich habe gesagt, so scheißegal. Du kommst eh raus. Gehst eh raus, André. Ja, vor allem eben, vieles bringt mir gar nichts. Weißt du? Ja, man gewöhnt sich schnell. Genau, und ich meine mit dem nicht super minimalistisch, irgendwie, ich habe nur eine Yogamatte daheim und sonst nichts. Nein, aber man merkt schon, wie viel unnütze Bullshit man hat. Ja, das stimmt. Aber gell, ich habe eine andere Wohnsituation, ich habe eine Familie. Ja. Und dann schaffst du auch ein Heim. Also ich habe das gern, dass wir ein Heim haben und das
Ja, jetzt sehe ich bei meiner Freundin, da kommt ja noch so viel mehr, was sich ansammelt. Also weißt, wenn du nur für dich musst schauen. Ja, aber weißt, auch mit den Kindern. Es ist im Fall wirklich, Feng Shui ist so wichtig, entrümpeln. Yeah. Ich fühle mich immer 1000 Kilo leichter, wenn ich auch wieder Kleider ausgemistet habe. Yeah. Ich bin jetzt immer wieder vor diesen Bergen von Fotoalben, die wirklich schön sind, einfach dort stehen. Ich denke, digitalisieren habe ich auch viel, weißt du, irgendwie digital, aber auch das, ich schaue es nicht mehr an. Mm. Also muss ganz vieles von dem irgendwie halt noch mehr digitalisiert werden und weg, weißt du. Yeah. Es nützt nichts. Oder dünne Heftchen. Ist das auch? So Sachen, die digital schon lange als Büchli abspeichern, Föteli. Das würde ich schon so lange machen. Könntest du alles so in Heftli-Format machen, weißt du, die dicken Alben? Ja. Yeah. Weder Covid noch sonst irgendetwas hat mich dazu gebracht, um das endlich mal machen. Ich habe noch Dutzende sicher, ich weiß nicht genau wie viel. Dutzende Mini-DV und VHS-Kassetten mit meine eigenen Aufnahmen vor, was wollen wir sagen, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen? So 9, 10, irgendwann dort rum, bis 16, 17. Also wirklich oft irgendwie 6, 7 Jahre, wo mit Leben von A bis Z mit irgendwie Sketches und irgendwie einfach Familienessen, wo ich irgendwie alle so gefilmt habe. So. Das ist schon schön, gell? Du kannst schon Stunden verbringen, um das sichtern und alles durchzuschauen. Und das ist seit Jahren ist mein Plan, das zu digitalisieren. Mhm. Und es geht nicht vorwärts. Ja. Es geht 0,0 vorwärts. Und es ist wirklich, es ist mittlerweile ist so am Rande, weil ich weiss, wenn ich das mache, dann habe ich 5 weitere Solo-Programme. Weißt? Das heißt, vielleicht beziehe ich jetzt noch so lange aus dem Kopf, was ich noch kann, und danach kommt das Zeug. Weil das ist schrecklich gewesen für meine Familie drumherum. Die haben immer müssen, was auch immer der Tag war, irgendwie Ausflug dort und dort an, oder wir gehen zu denen essen oder irgendwie so. Da haben sie erlebt und dann haben sie gerade nochmal müssen erleben, weil ich ungeschnitten, roh alle meine Aufnahmen ihnen dann zu oben gezeigt habe. Oh nein, die Arme. Yeah. Oh nein, die Arme. Yeah. Hast du so ein bisschen Filmerambitionen gehabt, oder? Nein, ich habe wahnsinnigen Geltungsdrang. Aha, ah, yeah. Du bist Hauptrolle schon gewesen, du bist nicht Film. Natürlich. Nein, ich habe ja alles kommentiert. Aha. Nein, nicht der Dokumentarfilmer hinter dem Gebüsch, sondern der, der dann auch, hallo, da sind wir und Selfie, du hast also, Selfie erfunden. Ich glaube, wenn es damals schon YouTube gegeben hat, wäre ich natürlich mit 14 oder so ich YouTuber geworden. Ja, du bist aber also du bist ein personifizierter YouTuber, eigentlich. Nein, wirklich. So stellt man sich einen YouTuber vor. Hallo! Hallo, meine Lieben. Nein, weißt du, die gamen, oder? Das ist immer auch von hinten. Ich sehe es bei dir, was machst du da? Yeah. Ja, gamen. Ich sage, du gamest schon nicht. Du schaust schon immer beim Gamen zu. Genau. Ja. Das ist der Shit. Das war absolut mein Ding. Und ich bin genau noch in der Zeit gesehen, wo ich bin dann zum Lokalfernsehen, zum Jugendmagazin dort. Weil das ist unser YouTube gesehen. Das dort ist YouTube. Dort hast du die in irgendeiner Art und Weise können anderen Menschen präsentieren. Und dort habe ich dann auch aufgehört mit Heimfilmen, weil da habe ich ja endlich mein Outlet gehabt, so, oder? Wie schade. Ich hätte dir heute eine Reality-Show gegeben, die Mutzenbechers. Sehr schön. Mit lauter Becherli im Titel, die Mutzenbecher. Genau. Die Becherli kommt bei euch ins Gesicht so raus, der Papi. Und wir haben so Becherphone, weißt du? Wo wir immer so, hallo? So irgendwie, weißt du, so wie in den Reality-Shows, wenn sie dann irgendwie so in die Kamera gehen und dort irgendwie etwas direkt der Kamera erzählen, das war bei uns gesehen mit dem Becher, dass man denen dort so etwas Geheimes erzählt. Jetzt ist das und das. Es ist noch nicht spät. Hey, die Mutter hat ein stromloses Haus am See. Also, weißt du? Es hat schon Potenzial, ja? Es hat Potenzial. Also, es hat eben zum Beispiel schon nur für die Bühne jetzt Potenzial, dass ich einfach mal ein Weekend dort angehe. Ja. Das langt schon. Wir feiern deinen Geburtstag, du bringst uns alle mit und wir kommen alle. Oi, weißt du wie? Ja. Überrennen das dort. Vor allem, weil ich im Februar Geburtstag habe. Yes. Und wo sind sie? In der Vogese. Ah, okay. Schon nicht so. Weißt du, finde ich Schlappland oder so. Das wäre. Nein, aber schon ein bisschen höher. Also, okay. Also ein bisschen Kieler als bei uns ist es schon. Kieler? Ja. Yeah. Killer, habe ich verstanden. Ein bisschen Killer als bei uns. Hey, ein bisschen Killer. Ja. Yeah. Das ist ein neues Jugendwort. Das ist alles ein bisschen Killer. Flexen ist auch wieder drin. Flexen ist wieder drin? Ja. Yeah. So lustig. Flexen. Ja, ich Kinder von meiner Freundin, irgendwie seit Tochter auf einmal so, ja, weißt du, und dort. Dann haben sie ein bisschen geflext.
bin so, what? Das ist bei uns schon so wieder out gesehen, aber ja. Es wiederholt sich alles. Hey, ich finde es so schlimm, meine Tochter sieht einfach aus wie ich mit 18. Also nicht jetzt nur Gesicht, schon ist sie? Sie ist 18. Ja. Yeah. Aber sie hat die Kleider an von mir. Wo hat sie die Hose? Weißt du, die Cargo-Hose, die kurzen Tops, das habe ich alles in den 90er Jahren getragen. Ja. Ist einfach, nicht, normalerweise bringt es die Mode ein bisschen zurück, aber ein bisschen anders. Aber es ist jetzt eins zu eins, alles jetzt, wieder zurück. Es ist so beängstigend. Es ist alles passiert. Du kannst, glaube ich, gar nicht groß weitererfinden, neu erfinden. Jetzt tust du alles wieder. Recycling, aber du kannst es wieder mischen. Ja, ach komm, das muss doch irgendwie möglich sein, um irgendetwas Neues zu machen. Aber es ist wirklich, die 90er sind eins zu eins wieder zurück. Aber jetzt, aber bei deiner Tochter jetzt zum Beispiel, was ich spannend finde, heutzutage, jetzt habe ich zum Beispiel, diesen Sommer habe ich einen Lehrabschluss 4 gehabt. So, und danach heisst es natürlich... Schändlich fertig geworden. Ja. Nach 24 Jahren Lehre ja. Hat er den Schulz seinen Abschluss ja, gemacht. Ja, da habe ich geschrien. Sehr schön. Nein, ich natürlich nicht. Ich bin dort nur zur Bespassung gesehen. Und dort ist dann natürlich auch Diplom übergehob gesehen, oder? Und dann sind alle die, und ich weiß eben meistens so 17, 18, hat ein paar Ältere gehabt, sind dann auf die Bühne gekommen. Und was ich geil gefunden habe, du hast alles gesehen. Also wirklich, ein hat ausgesehen wie der Crimer, jemand ist gesehen super 90s, Hip-Hop, sie hat ein mega schönes Kleid an, wo irgendwie. Also denkst du, ja, so in den 2000er farblich irgendwie angeordnet, weißt du, alles so. Und das habe ich gemerkt, dass heute das Individuelle noch viel stärker geworden ist. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade heute wieder im Gimmi vorbeigefahren, weißt du, im Remibühl dort. Ja. Und die kommen dann aus am 12. und sie sehen all genau gleich. Ja, aber das finde ich spannend, sie sehen dort alle genau gleich aus. Weil irgendjemand ist gekommen und hat gefunden, hey, so sehe ich jetzt aus. Und das ist irgendwie so ein bisschen Peer. Und dann haben die anderen gefunden, ah, dann sehen wir auch so aus und so. Aber bei der Lehrabschluss 4 sind sie aus aller Welt gekommen. Okay, ja, ja. Und dann merkst du wirklich, es hat viel mehr das Individuelle wie früher. Weil meine Teenie-Zeit ist so gesehen Hip-Hop oder Skater. Und dann ist es ein bisschen später, ist dann so ein bisschen so eine Evolution gekommen. Dann ist es ein bisschen mehr geworden. Indie und was hat es noch gegeben? Die 80er Jahre waren recht bunt. Also, weißt du, so, hast du New Waver gehabt, genau. Punks, Popper. Ja. Popper. Und dann hast du auch gleich Hippies noch gehabt, die immer noch so Wohlkopferbast angehaben. Ja, gut, so viel ist es auch nicht. Aber wahrscheinlich ist das. Eben, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, jetzt siehst du alles. Ich glaube, du kommst auch über auf 4-5 Gruppen. Jetzt? Ja. Ja, yeah, ich habe das Gefühl, es sind mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, ich sehe... sind Schreiner einfach ganz, ganz coole Sippen, wo, weißt du noch, Rock'n'Roll und Individualität groß geschrieben wird. Ich verschrecke manchmal, ich denke, yeah. ein bisschen mehr Individualistentum könnte Jugend nicht schaden, weißt du. So. Ich finde eher, ja, es ist nicht langweilig oder irgendwie, jetzt, meine Tochter ist 18, so eine schöne und ich kann alles tragen. Nö, das wohl tragen. Ist einfach so ein bisschen, aber wahrscheinlich ist das so noch in dem es ist ja gerade noch ein bisschen, genau. Noch ein bisschen mitmacht und dann irgendwann so seinen Stil anfängt zu entwickeln. Wahrscheinlich Das ist das Spannendste, wenn dann irgendwie eben so deine 20er Jahre das erste Mal wirklich so nochmal anders selber kannst entscheiden. Das ist dann noch mehr Individualismus eigentlich. Ja. Ist bei mir so gesehen, dass wirklich irgendwann dann merkst du, aha, jetzt bin ich wirklich so. Jetzt bin ich einfach so am Schwaben in dieser komischen Welt. So. Okay, was mache ich jetzt genau mit dem? Das ist viel mehr. Das ist eine coole Zeit. 20, finde ich. Ja, hast du gut. Ja. Hast du Schwierigkeiten gehabt? Ich merke so grundsätzlich, dass ich eigentlich eben immer am zufriedensten und happiesten bin, dort, wo ich gerade bin. Das, wenn ich, weißt du, dass ich dann eben so, klar habe ich irgendwie mit 25 gefunden, wow, das ist das Geilste ever. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich so, 25, nein, bitte nicht. Oh, ich will da nicht mehr zurück. Ja, ja, das so. Fühle ich dich voll. Darum ja. Sage ich will eigentlich immer mehr sein, einfach in 5 Minuten. So, das ist eigentlich so die perfekte, ja. Das ist so die perfekte Distanz, die ich eben kann denken. Und in den 20 Jahren ist es extrem verloren. Jetzt bist du so wahnsinnig verloren. Also ich bin es gesehen. Ja, das auch. Normal, ich schon auch. Aber wild. Ja, ja, Wild. Ja, ja. Das ist so etwas, was ich will. Aber es ist auch, bist du selber doof, wenn das dann aufgehst mit dem Alter. Also ich habe immer zwischendurch ein bisschen Wild. Ganz ehrlich, dann kann ich irgendwie so von so einer Hütte und jetzt gehen wir nicht heim und dann wieder auf den Tisch tanzt. Und, also was man auch immer unter Wild versteht, aber so ein yeah.
Ich habe einfach noch Energie, ich kann noch machen, ich kann noch aufbleiben zur Nacht. Ich habe immer noch lustige Leute, wo mich lachen kann. Und wenn du es so vergleichst. Ja. Clubs finde ich einfach aber auch immer schon langweilig gefunden. Wirklich? Clubs langweilig mich einfach. Ja, ja. Aber eben, es muss sich ja dann auch wie ergeben, ja, oder? Und dann ist es wunderbar. Aber früher hast du das ja wie so geplant. Ja. Samstag gehen wir. Ja, ja, nicht nur Samstag. Donnerstag fangen wir an. Ja. Donnerstag für Mann, Freitag, Samstag auf jeden Fall. Ich habe immer Nachttüren auf der Bühne gearbeitet, gell? Mendig hast du gewusst, ist dort in illegale Bar, dort gehen wir nicht, am Dienstag ja alle im Kauf, Leute, Costa del Sol, am Mittwoch sind alle dort. Und nur wir dubbeln, so Bühne und Gastro-Leute, weißt? Ganz klar, nur die zwei Berufe sind nach Mitternacht noch unterwegs, am Dienstag. Das war schon sehr lustig gewesen. Also, ich hatte das Privileg, weil ich nie irgendwie am 7. Takte aufstammen. Das habe ich, als ich noch Theater gespielt habe, bin ich zum Teil erstaunt gesehen, weil ich so gemerkt habe, die Person hat noch einen Job. Ich so, was? Sitzt am Morgen um 4 Uhr nicht, aber hat einen Job. Ja. Gut's noch? Gut's noch? Der Schweizer ist der fallende Satz, das habe ich von dir. Es ist so lustig, dass immer das jemand sagt, denke ich an dich, und zwar Basertitsch. Gut's noch? Der Schweizer ist der fallende Satz. Is it still going? Sagst du nicht, oder? Oder ça va? Ça va? Ja, ah. Yes, aber? Geht's noch? Nein, geht's noch ist wirklich so. Geht's noch? Was haben wir für Zeit? Jetzt haben wir 1 Stunde 25. Ja, aber du weißt die Zeit? Weißt du, ich muss. Halbe. Ui. Tipptopp. Ja. Ist gut. Können wir mal ein Schlusswort? Also, hat das Schlusswort schon? Ist das jetzt schon Schluss, wo ich sage, oh, wie spät ist es? Oh, schon so spät, oh, wow! Geht's noch? Geht's noch? Schon mit dir ist es immer. Ja. Weißt du, was niemand weiss, ist, dass du und ich schon Vorlaufzeit gehabt haben, 3/4 Stunden. Das stimmt. Wir können schon schnurren. Wir haben einen Kaffee getrunken. Wir haben uns updated, haben gesagt, so, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ja. Und jetzt 1,5 Stunden später. Das macht immer sehr Spass. Darum habe ich dich auch wieder eingeladen. Das ist total lieb von dir. Ich habe Freude. Ich auch. Wirklich. Viel, was steht eigentlich an? Bei dir? Ja. Ich habe erst im Herbst wieder ein Solo im Aargau, Muri Aargau, am 19. November. Mein Solo-Programm, ich habe ganz viel einfach so Einzelauftritte. Mhm. Gala-Auftritte, private Auftritte. Das ist cool. Ja. Yeah. Aber so Theater, das knarzt immer noch. Also an dieser Stelle, falls ihr irgendwie Lust habt. Aber doch nicht normal. Ja, das stimmt. Also ja, die Verhaltensweise hat sich ein bisschen geändert. Ja. Könnt ihr wieder mal ins Theater? Könnt ihr wieder mal ins Theater? Unbedingt. Live-Erlebnis. Es ist einfach cooler. Es ist wirklich so stark spürbar. Es ist gerade an der Comedian einfach nicht gerecht. Ich finde kaum etwas im Fernsehen, weißt du, der 3-4 Minuten Ausschnitt lässig. Es ist einfach nicht das Gleiche. Du musst irgendwie dich auf den Menschen einlassen. Ja. Dann dich dann mitnehmen kann, ist einfach cooler. Also, geh ins Theater. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ja. Was ist bei dir? Same, same, but different. Ja, jetzt geht es langsam wieder los. Ja. Right. Jetzt geht es langsam wieder los mit der Öffentlichen. Ja, ja. Ja, also Mixed Shows, Solo. Ah, sind wir ja zusammen, demnächst? Dort sind wir zusammen, yes. Ja, in Dübendorf. Cool. Das wird sehr cool. Ende Monat fängt dann Solo wieder an. Hauptsächlich Locations, wo ich das Solo noch nicht gespielt habe. Und das geht bis März. Super. Ja. Also die Solo-Shows. Ich komme dich schauen, Joel. Hey, gleichfalls. Muri Aargau, das könnte ich schaffen. Yeah. Du kommst auf Muri Aargau. One love. Das Kloster. Ah, wirklich? Ja. Oh, dort habe ich glaube ich, mal gespielt. Siehst du? Dino-Krimi. Ich glaube, das war dort. Gewesen. Ja. Du hast die Krimi-Dinner gespielt? Ja, vor 14 Jahren. Was der nicht alles 13 Jahre. Ja, ist gut, dann sehen wir uns im Aargau wieder. Ja, sag noch mal das Datum. 19. November. Ich schaue nachher gerade, ob der nicht irgendwie die Katze zum Tierarzt muss oder so. Dann bin ich unterwegs. Mhm. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Christoph auch. Christoph, geht's wieder. Vor allem super extra Einsatz von Christoph. Ja. Und, mit Hechtrollen. Dir alles Liebe. Dir auch alles Liebe. Ja, bis bald. Peace. Boop, boop. We'll be right back.
Thank you.